Lasst uns ganz kurz die Themen umreißen, um was es geht heute. Wir haben ein bisschen was wieder über die NFL zu sprechen. Wir werden uns um die Steelers kümmern und dort die große News, die uns in der letzten Woche quasi begegnet ist. Ja, wir werden wieder über unsere Nachbarn in der NFC South sprechen, auch wenn da wahrscheinlich nicht so viel zu reden ist. Ja, Falcons technisch gibt's auch eine Kleinigkeit, da werden wir ganz kurz anreißen. Dann kommt unsere neue Rubrik, das Falcoxicon quasi. Ja, also wir werden heute wieder was hören von Kevin. Er hat was vorbereitet. Ja, wir kriegen was von Silke heute präsentiert. Sie hat auch was vorbereitet, nämlich über den Ring of Honor. Dominik gibt nochmal eine kleine Reprise zu Dante Fowler. Und Dave darf zum Schluss auch nochmal kurz was über unseren... hilf mir ganz gut. War es der 5. Runden-Pick? Center. Der erste? Viert-Runden-Pick. Viert-Runden-Pick noch, Entschuldigung. Der zweite Viert-Runden-Pick quasi über unseren Center, Drew Dorman, berichten. Und dann haben wir zum Schluss noch unsere Hours, ja, unsere Ask Us Anything Rubrik. Da sind viele Fragen reingekommen, die werden wir uns zum Schluss auch nochmal angucken. Also, bevor wir es vergessen und dann gleich reinstarten, hier gleich noch der Hinweis für alle, die mit dabei sind. Ja, wenn ihr hier auf YouTube seid, vergesst doch nicht gleich, unseren Kanal zu abonnieren und uns ein Like zu geben. Das würde uns ziemlich doll helfen. Ja, und wenn ihr noch so frei seid, drückt die Glocke, dann habt ihr auch beim nächsten Mal gleich wieder euren Alarm, sobald das Ganze hier losgeht. Also das nur mal so am Rande. Ihr seht jetzt auch unten quasi unsere Social-Media-Kontakte. Wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder auf der Facebook-Seite folgen wollt, da unten könnt ihr es nachlesen und gerne uns folgen. Freut uns auf jeden Fall sehr. So, gehen wir doch bitte in das erste Thema. Und zwar in dem Falle, ich muss jetzt hier erstmal eine Sache wieder wegmachen, bevor ich die nächste hier reinschreibe. Es geht um die NFL-News und es geht um die Entlassung man kann schon sagen, Elite-Guard David DeCastro. Ja, Steelers haben quasi announced, dass sie ihn entlassen haben. Und wie in solchen Fällen immer gerne, fragen wir aus der Community, die quasi Fangruppierungen, ob sie uns ein kurzes Statement geben. Diesmal hatten wir den Sascha Steele von der Steelers Nation Germany e.V. Und er war so frei, mir noch ein kleines Statement zu schreiben, was ich jetzt erstmal kurz vortragen möchte, bevor wir dann in die Folgen gehen und quasi mal kurz über diesen, Deal ist es ja nicht, aber diese Aktion im Endeffekt zu sprechen. Und zwar schreibt der... Sascha Steele, so rum, Entschuldigung, ich war gerade bei einem anderen Namen. Die Entlassung von David DeCastro kam für die meisten Steelers-Fans sehr überraschend. Er hatte zwar bisher bei OTAs und Minicamp gefehlt, aber Coach Tomlin sagte, dass Abwesenheit signifikant wäre und alle von ihm entschuldigt sind. Im Nachhinein hat sich nun ergeben, dass David schon 2 Operationen an seinem verletzten Knöchel hatte und sich immer wieder Knochensporne, also Osteophyten, gebildet haben. Deswegen ist eine weitere OP notwendig. Erst danach wird man sehen, ob er überhaupt in der Lage ist, weiterhin zu spielen. Best-Case-Szenario wären 6 Monate Reha gewesen. Aus diesem Grund haben sich die Steelers entschieden, ihn zu entlassen und Trey Turner zu verpflichten. Kevin, du hast dich, glaube ich, auch ein bisschen damit beschäftigt. Sag uns doch mal, wie du das Ganze um DeCastro siehst. Auf jeden Fall überraschend. Also ich wusste nicht, dass DeCastro jetzt weiterhin Surgery benötigt, quasi über die Offseason. Er war ja, ich meine, seltenst verletzt bei den Steelers. Einer der Anker da in der O-Line als Right Guard, weil ich mich recht entsinne. Mhm. Und wie gesagt, die Steelers starten mit 5 neuen Starting O-Linern. Das ist ja schon schwer quasi, wenn man Big Ben in seinem wahrscheinlich letzten Jahr noch gut beschützen will. Für den neuen Running Back Najee Harris muss man auch die Wege frei blocken. Und die haben noch nie zusammengespielt, die Jungs. Auf jeden Fall schwer. Die sparen 8,75 Millionen an Cap durch den Release von DeCastro. Haben sich ja im Gegenzug direkt für 3 Millionen Trey Turner den Guard geholt. Also quasi knapp 6 Millionen freigemacht. Trotzdem bleibt das spannend. Und abzuwarten, wie gut die Steelers spielen, ich weiß nicht. Also 5 neue Starting-O-Liner ist echt eine große Herausforderung für jedes Team. Ich meine, wir wissen dasselbe, wie es ist, wenn die O-Line mal auseinanderfällt und man die quasi so eine Generalüberholung macht. Ja, bleibt abzuwarten. Ich habe sowieso nicht so stark diese Saison drauf. Ich aber lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber auf jeden Fall eine Mammutsaufgabe, denke ich mal, für die Steelers nächste Saison. Definitiv, Dominik, wir haben ja hinter der O-Line, die ja jetzt komplett neu ist, ja jetzt auch keinen wirklichen Jungspund, ja, Ben Roethlisberger, ich glaube in seinem 17. Jahr, kommt das hin?
Ja. Wie, also der hat ewig viele Jahre, oder? Mhm. Also Vorteil, dass da... Ja, genau, er war letztes Jahr schon verletzt, glaube ich auch. Ja, ja, genau. Wie siehst du das? Ja, Steelers werden es ganz, ganz schwer haben. Er hatte ja letztes Jahr, glaube ich, schon einer der schnellsten Releases, glaube ich, von allen Quarterbacks in der Liga. Ich glaube, 2, und Sekunden. Okay. Ich glaube, mit einer neuen O-Line muss er dieses Jahr unter 2 Sekunden den Ball loswerden. Also ist ja keine Shit-O-Line, die sie haben. Aber wie wir alle wissen, im Football geht nichts über Eingespieltheit. Ne? Mhm. Also ist schwer. Und Big Ben hat auch in meinen Augen nicht mehr die große Qualität von früher, die er mal hatte. Der mobilste ist er auch nicht mehr. Können froh sein, wenn er... War er jemals so mobil? Naja, er war mobiler, als er jetzt ist. Jetzt kann man ja froh sein, wenn er irgendwie halbwegs in Shape aus der Offseason zurückkommt. Das war ja immer sein großes Manko. Und er hat halt nicht mehr den Arm von früher. Ne? Okay. Okay. Dave, du zu den Steelers und ihrer First-Round-Verpflichtung Najim Harris. Wird er jetzt durchbrechen mit dieser neuen O-Line oder können wir da eher anderes erwarten? Was denkst du? Er wird es auf jeden Fall nicht leicht haben wie im College. Wie die anderen schon gesagt haben, die O-Line ist überhaupt nicht eingespielt. Ja. Es wird jetzt eine Riesenaufgabe für einen O-Line-Coach, die zusammen abzustimmen, dass die gut funktionieren. Ich denke aber, mit Najee Harris haben sie einen ziemlich, ziemlich guten Running Back geholt, der auch selber einiges aus sich rausholen kann. Und also sehr, sehr bewegliches Kerlchen auf jeden Fall. Ich denke trotzdem nicht, dass gerade Roethlisberger die Zeit hat, die er letztes Jahr hatte, die er die letzten Jahre hatte. Es ist auf jeden Fall eine ziemliche Schwächung, auch wenn DiCastro jetzt letzte Saison, glaube ich, einige Spiele gefehlt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber es wird auf jeden Fall schwer. Also ich sehe sie nicht wieder mit einem 10-0 voranzugehen. Stimmt, die sind ja richtig wegmarschiert damals. Das war ja recht eindrucksvoll. Ja. Und hatten den geilsten Snap letztes Jahr in den Playoffs gegen die Browns, ne? Oh ja. Oh ja. Sag nochmal ganz kurz für alle, die es jetzt nicht komplett parat haben. Der Snap, der über Big Ben rüberging. Und er ist hinterhergehechelt. Genau, er ist hinterhergehechelt und es war ein Bild für die Götter, wie er hinterhergehechelt ist. Also wir haben ja unseren quasi Browns-Fan, der immer mit fleißig dazuguckt. Schöne Grüße an den Jan. Er schreibt auch hier gleich, das freut doch einen Miles oder Jadeveon. Die O-Line der Steelers ist nichts mehr, go Browns. Ja, also das ist natürlich klar, dass jetzt das einem Brown gefällt. Die sind ja in der gleichen Division, AFC North. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie gerade mit der Monster-Defense der Browns dort einiges melken werden. Das könnte durchaus spaßig werden. Silke, hast du die Browns, die Steelers irgendwie da beobachtet? Ja, die Steelers. Also ich fand es halt sehr spannend, dass DeCastro selber da ja relativ entspannt damit umgegangen ist und das für ihn jetzt gefühlt nicht so überraschend kam. Und er da ja relativ, selber da relativ gesagt hat, ja, naja, aus deren Sicht hätte ich wahrscheinlich das Gleiche gemacht, die müssen ja irgendwie Geld verdienen und da er auch selber weiß, mit seinem Knöchel, das heißt ja nicht nur, weil er operiert ist, dass er danach auch wirklich wieder spielen kann, von daher hinein konnte er, glaube ich, zumindest die Entscheidung der Steelers relativ gut nachvollziehen. Also diese Osteophyten, ja, sind quasi wirklich so knöcherne Anbauten, die der Körper macht, wenn er anscheinend das Gefühl hat, irgendwo stabilisieren zu müssen. Und das kann natürlich sein, dass die dann irgendwo hineindrücken in ein Gewebe und dadurch die Schmerzen verursachen. Und das muss natürlich oder wird dann in dem Falle weggefräst. Ja, dass das natürlich nicht so nett ist und dass das auf jeden Fall Reha braucht, kann sich jeder vorstellen. Entschuldigung. Ja. Was ich noch gelesen habe, wo ich nicht weiß, ob das stimmt, dass halt die Steelers ja behaupten, dass das eine Verletzung ist, die nicht auf Football zurückzuführen ist, womit sie ja sozusagen ihm weniger Geld schulden. Ich weiß nicht, ob da sozusagen dann nochmal eine Diskussion aufkommt in Bezug auf, ob er quasi dagegen einklagt, dass das vielleicht doch eine Football-Verletzung ist. Also da bin ich gespannt, was da noch passiert. Ah, das ist ja spannend. Ja, das wäre aber wirklich spannend zu sehen, weil da wäre ich mal auf die Beweisführung des Steelers dabei, weil er hat ja, glaube ich, nichts anderes gemacht. Und wir hatten ja hier gerade noch mal den Tweet, 9 amazing seasons.
ja, in Black and Gold für die Steelers. Da bin ich mal gespannt, wie sie das deklarieren wollen, ob das vom Golfplatz kommt oder von sonst was, was er ja wahrscheinlich so oft gemacht hat, während er trainiert hat. Okay. Ja, gewagt, vor allen Dingen für einen solchen Veteran, der ja wirklich einer der Besten war, ja, den dann so abzuwatschen. Wow, okay. Bin ich mal gespannt. Was sagst du, Dave? Sorry. Ich meine, aber das stimmt auch, wie Silke gesagt, also, dass er es halt so vollgelassen aufnimmt und alles drum und dran, weil er hat ja selber gesagt, wenn die OP jetzt gut verlaufen sollte, ja, und er dann wirklich wieder bereit ist zu spielen, dann hat er selber gesagt, wenn nicht das Angebot kommt, das er sehen möchte, ja, dann hat er auch kein Problem damit zu retiren. Also bei ihm ist so, ich muss nicht. Ja, ich glaube, nach 9 Jahren sollte es auch einem soweit gut gehen, definitiv. Sascha, hast du noch irgendwas gehört? Irgendwas über diese Aktion der Steelers? Ist dir noch was aufgefallen? Nee, also gehört habe ich jetzt sogar auch nichts mehr, als was ihr jetzt schon erzählt habt. Das Einzige, was ich mir halt noch gut vorstellen kann oder was ich auch nachvollziehen kann, ist halt wirklich, ich sag mal, die Saison wird jetzt sowieso schwierig durch die Browns und die Ravens, was sie in ihrer Division haben. Ich will jetzt nicht sagen, Rebuild wäre jetzt zu weit, aber ich sag, man kann halt schon anfangen, ruhig, okay, diese Saison, glaube ich, Playoffs ist sowieso für die Steelers, glaube ich, weit weg. Also da sehe ich die definitiv nicht. Und dann kann man ruhig schon mal sagen, komm, wir haben jetzt so viele neue in der O-Line, wir geben den schon mal dieses Jahr zum Einspielen, können ein bisschen Spielpraxis sammeln. Wer weiß, was dann auch in Quarterback-mäßig in Zukunft kommt. Also im Prinzip kann ich es schon nachvollziehen. Vor allem, wenn er eh eine Operation hat, keiner weiß, wie er wirklich wiederkommt, macht das wirklich für mich auch Sinn. Das ist einfach so ein paar 8 Millionen Cap-Space. Auch alles nachvollziehbar. Alles nachvollziehbar. Ich meine, wir haben Julio weggetradet. Ja, von daher alles nachvollziehbar. Definitiv. Okay. Christoph Albert schreibt hier auch nochmal, ich will es mal kurz vorlesen. Ich finde, Ben hat seinen Arm noch. Aha, okay, da geht er, glaube ich, gegen Dominik. Nur das Playbook letzte Saison hat nicht wirklich auf Deep Pass gesetzt. Aber dass er es noch kann, sieht man in der zweiten Hälfte gegen die Browns in den Playoffs, wo er, glaube, auch einen Rekord gestellt hat für die meisten Yards in den Playoffs. Aber zumindest das jetzt so ein bisschen vage formuliert. Kann ich jetzt nicht beantworten, weiß ich jetzt nicht. Dominik, ich glaube, du bist angesprochen. Willst du kurz dich dazu äußern? Du darfst. Die Steelers, die lagen ja, glaube ich, unheimlich weit zurück gegen die Browns in der ersten Halbzeit gegen die Steelers lagen gegen die Browns zurück in den Playoffs. Mhm. Und ja, ich erinnere mich auch noch, dass sie dann eine ziemlich rasante Aufholjagd gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ich sehe Big Ben einfach, das ist kein Disrespect gegen Big Ben, aber ich sehe ihn irgendwie nicht mehr als diesen Top-Quarterback, der er mal war, ohne Frage. Und naja, vielleicht kann er es dieses Jahr nochmal beweisen mit ein paar Deep Balls. Und dann sehe ich das auch gerne ein, dass ich mit meiner Einschätzung total daneben lag. Es wird auf jeden Fall die Zeit zeigen, ob es auch eher so Richtung Dave geht. Ja, beziehungsweise Richtung Sascha. Ja, so Rebuild, vielleicht sowas in der Richtung angedacht. Mhm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, so viel zu den Steelers. Danke nochmal an den Sascha Steel für die Einschätzung und für das Statement. Wir haben unten in der Videobeschreibung, zumindest bei YouTube, auch die Links von den Jungs gesetzt. Die haben auch einen eigenen Podcast. Gerne mal vorbeischauen. Und dort den Kanal abonnieren, macht auf jeden Fall Spaß, den Leuten zuzuhören, beziehungsweise die Community auch zu unterstützen. Davon lebt ja auch so ein bisschen unsere Football is Family Idee. Ja, also von daher definitiv wichtig und richtig, da mal reinzublicken. So, jetzt haben wir eine Sache in eigener Sache. Und zwar sind wir heute darauf aufmerksam gemacht worden von Wizzo. Ich nehme an, dass er so geschrieben wird oder so ausgesprochen wird aus unserer Community. Und zwar geht es um einen, ja, tagesaktuelles Geschehen eines verletzten Soldaten oder der verletzten Soldaten, die jetzt quasi bei dem Anschlag in Mali mehr oder weniger verunglückt sind. Und die Verletzten sind jetzt quasi zurückgekommen nach Stuttgart. Ja, und einer davon ist sein bester Kumpel, ja, von dem Wizzo, der Rico. Wir wollen hier mal die Gelegenheit nutzen, weil nämlich Wizzo auch gerade dabei ist, ihn mehr oder weniger zum Falcons-Fan zu machen. Ja, unsere maximalen und besten Genesungswünsche zu geben. Ja, und die Daumen zu drücken, dass es für den Rico und für die anderen natürlich, die alle zurückgekommen sind, schnellstmöglich besser wird, ja, und dass alle gesund und munter wieder sind.
Einsatz gehabt. Jeder kann sich vorstellen, wie das als Soldat in einem anderen Land ist mit so einem Anschlag. Ich will es mir gar nicht für mich selber irgendwie vorstellen. Das muss tragisch sein. Aber wir haben hier den Hinweis gekriegt und weil es quasi auch jemand indirekt aus der Community ist und der beste Kumpel mit dabei ist, ja, hier wie gesagt die besten und maximalsten, schnellsten Genesungen, ja, für den Rico. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, das auf jeden Fall von der Warte. Vielen Dank für den Einsatz von uns allen. Vielen Dank für den Einsatz, ja. Genau. Christoph schreibt hier auch nochmal, Wizzo, dank dir, er wird sich sehr freuen. Ja, also das auf jeden Fall von unserer Seite muss hier auf jeden Fall mal gesagt werden. Und, ja, weil diese Community sowieso, also klar, ich kenne jetzt die anderen Communities nicht wirklich, aber natürlich ist die eigene Community immer die geilste Community. Ja, haben wir noch ein kleines Leckerbissen, was wir schon quasi intern und auch auf Social Media gezeigt haben. Wir wollen hier aber nochmal die Gelegenheit nutzen, das definitiv auch nochmal zu machen und haben von Stefan ein Video quasi gemacht bekommen über die Live-Talk-Gruppe im Endeffekt. Ja, und das will ich jetzt mal ganz kurz, das geht eine Minute, ja, ich glaube, soundmäßig funktioniert es auch, wir haben es zumindest gehört. Ja, falls es sich jemand nicht hört, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten hier nochmal kurz für alle das Video, auch für die im Podcast. Ihr hört jetzt leider nur den Sound, aber es gibt halt so eine grafische Animation dazu. Super geil gemacht. Danke, Stefan, für die Arbeit. Ja, jeder, der so ein bisschen mit Videoschnitt zu tun hat, kann sich vorstellen, wie lange sowas dauert. Also danke nochmal an den Stefan, geht von uns raus für das Video. Ich spiele es mal kurz ein, dass wir alles das nochmal kurz sehen können. Und los geht's. I gotta ask you something. What are we all here to do? We are all here to do what Falcons do. Look at that! Hammer. Eure Eindrücke, als ihr das erste Mal gesehen habt. Er hat es ja, glaube ich, letzten Donnerstag gepostet in der Gruppe. Kevin, erster Eindruck gleich. Ich glaube, Sascha hat es uns auch bei Discord hinten rausgehauen. Er hat das Video gepostet. Entschuldigung, Kevin. Alles Sascha, gut, sag uns mal bitte, weil du warst der Erste, der es, glaube ich, entdeckt hatte. Sag mal bitte, was du empfunden hast, weil ich glaube, das ging nicht nur dir so. Erzähl mal. Ja, also ich war wirklich einfach geflasht. Also ich habe selbst jetzt nach dem 50. Mal gucken immer noch total Gänsehaut. Krass. Auch die Mühe, die sich da jemand macht, das ist so eine Mischung aus wirklich Tränen in den Augen und weiß ich nicht, einfach total geil. Also das kann ich nicht anders sagen. Also war mega geflasht. Definitiv, oder? Ja, Kevin, du? Entschuldigung, jetzt bist du dann Kevin. Nein, also definitiv. Ich habe das total gefeiert, dass jemand ja auch freiwillig dann sich einfach dann quasi in seiner Freizeit Debüt macht und das so ein Video schön für uns alle dann zusammenschneidet. Total geil. Also habe mir es auch mehrmals angeguckt. Echt Hut ab vor Stefan, geile Arbeit. Richtig, richtig gut geworden. Richtig fett, oder? Die Synchronisierung, wie kann man so sagen? Also die Lippenbewegung quasi zu dem Sound. Ich weiß nicht, macht man das manuell? Gibt es dafür irgendein Programm? Hammer, wenn er da jetzt immer die Lippen mit vielleicht bewegt hat oder so. Ja, großartig, ja. Von den anderen, wie habt ihr erlebt? Sehr, sehr cool geworden, auf jeden Fall. Sehr fehlt cool natürlich geworden, ein Gesicht, aber nein. Ja, also du bist heute das erste Mal. Ich bin zu spät dran, ihr habt es verstanden. Nächstes Mal melde ich mich früher. Dabei, du bist schon woanders dabei. Dafür ist schon gesorgt. Ja. Spannung. Wir haben ja was im Petto. Dave, sorry. Ich sage nur Spannung. Spannung, ja. Wir kommen immer mit neuen Sachen, definitiv. Genau. Nee, aber echt cool, Hammer. Cool gemacht, muss man sagen. Ja. Definitiv, hammergeiles Video. Es reißt einen direkt mit. Ich bin gleich richtig gehypt. Also, wo ich es gesehen habe, auch so ein Grinsen im Gesicht gehabt und auch direkt 10-mal nacheinander angeschaut und auch jetzt gerade beim Wiederanschauen. Ist einfach geil gemacht. Riesen Respekt dafür. Voll witzig, oder? Sehr, sehr, sehr fett. Hammer.
Definitiv, definitiv. Also danke nochmal, Stefan. Großartig. Ich glaube, das ist auch sein zweites oder drittes Video bereits, was er gemacht hatte. Er hatte schon mal im letzten Jahr ein, zwei Dinger gemacht. Er hat ja ein bisschen mit Videoschnitt zu tun. Ja, wir haben das auch bei uns auf der Seite. Und vor allen Dingen, wenn er unseren YouTube-Kanal jetzt quasi hittet, ja, ist das quasi so unser Intro-Video. Ja, habe ich gleich mal da reingemacht. Es geht auch sofort los. Ihr habt gar keine Chance. Es läuft einfach, sobald ihr auf den Kanal kommt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, dann sowieso unseren Kanal nochmal zu besuchen. Könnt ihr euch dann nochmal angucken. Richtig, richtig fette Geschichte. Ich glaube, das ist Samuel L. Jackson, der das im Original sagt, oder? Ja. Ja. Ist es sogar, ja. Unser Edelfan, ja, aus Atlanta. Ja, wir haben wahrscheinlich auch den geilsten Edelfan, oder? Kennt ihr andere Edelfans noch? Gibt es irgendwie andere, die cool sind? Also nicht so cool wie unsere, aber habt ihr da so ein Top-Welche im Kopf? Ja, Will Smith von Eagles. Ach echt? Oh, okay. Ja. Ah, ja, okay. Das ist cool. Das ist cool. Mark Wahlberg. Es war Patriots, aber ich feiere den als Schauspieler. Ja. 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 Der ist ja damals zur Halbzeit schon gegangen. Ja, genau. Also da wär ich aber den Kindern nicht gut ging. Den Kindern ging es nicht gut. Den Kindern ging es nicht gut, na klar. Ja, das sah auch genauso aus, dass es den Kindern nicht gut ging. Okay, ja, da wäre ich wahrscheinlich als Patriots-Fan etwas gnatschig. Aber gut, letztlich haben sie einen super Bowl-Ring, wird denen auch egal sein. Okay, sehr schön. Also danke nochmal, Stefan. Gehen wir gleich weiter. Die NFC South, eher ein mageres Thema für uns heute. Ich weiß gar nicht, willst du anfangen, Dominik, mit den Buccaneers? Gab es irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Tom Brady hat Belangloses gesagt. Oh, also weiß ich nicht, ob man darüber diskutieren mag. Wir könnten jetzt hier groß eine Spekulation anfangen, welches Team wahrscheinlich noch interessiert an ihm war letztes Jahr in der Free Agency, aber ja, sag doch kurz den Case, weil ich finde es ja gar nicht so uninteressant, ja, was wie er reagiert hat, ja, können wir ja mal kurz anschneiden, ja, die, also die jetzt nicht so drin sind. Ja, er saß in einem Talk drinne und sprach über seine Free Agency Zeit, dass er halt mit vielen Franchises verhandelt hatte, weil gefühlt hatten ja 32 Teams an ihm Interesse so in etwa. Und mit einer Franchise war er schon ziemlich weit und es war wohl schon ziemlich konkret und die hat dann kurz vorher wohl einen Rückzieher gemacht und Tom Brady hat nur gedacht, wie, das ist so ein schlechter Quarterback, den ihr habt, mit dem Mother, wollt ihr etwa weitermachen? Ja, genau, und da kann man jetzt spekulieren, wen könnte er gemeint haben und da gehen die Spekulationen hoch von Nick Foles bis Mitch Trubisky. Und Jimmy G war noch mit dabei. Jimmy G. Ja, kann jetzt jeder sehen, wie er mag. Oh, ich glaube, Sam Darnold war auch mit in der Verlosung. Ich hatte Carr noch mit von den Raiders. Das habe ich auch gehört. Habe ich auch das gehört. Das war wohl ziemlich... Hauptsache, er meinte nicht mit Ryan. So. Im Leben nicht. Also vor ihm hast du Respekt. Vor allem, warum sollen wir ein Downgrade vornehmen an der Quarterback-Position? Genau. Ich nicht. Warum sollen wir uns eigentlich verschlechtern? Du hast vollkommen recht. Ja, definitiv. Frau Hansen ist mit dabei. Schöne Grüße. Sie sagt nochmal an alle Hallo. Ja, das ist unser Edelfan. Das ist unser Edelfan, Frau Hansen. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und weil wir ja gerade bei Tom Brady und was auch immer Aussagen sind, hier gab es auch nochmal eine Aussage von unserem verschollenen Sohn, ja, Rundball, Leute. Ich glaube, das war der Grund, warum er heute nicht guckt. Es läuft Fußball gleich. Hat und er mit dementsprechend Absicht ein Bild am See gepostet als Profilbild? Ja, also es ist so ein Running Gag eigentlich für jemand anders, aber er hat sich vielleicht abgeguckt. Ja, das ist ja auch nicht die schlechteste Idee, ein bisschen am See abzuhängen. Gut, gibt's was zu den Panthers? Hat jemand die Panthers? Wir haben leider die Fraktion, die dafür zuständig sind, heute nicht im Talk. Nico. aber Panthers gab es jetzt auch nicht wirklich viel, oder? Ich habe nichts mitbekommen. Nichts mitbekommen, oder? Sie haben, glaube ich, Ist Offseason. Ein Rookie haben sie gesigned. Wer war das? Der Christensen? War das der Christensen? Den hat, glaube ich, auch im Captain vorgestellt. Ja, genau. Von Yale. War das BYU. Yale? BYU, Entschuldigung. Ja. BYU, genau. Bei uns auch schon mal vorgestellt worden als Steckbrief.
Den haben die Panthers sich geholt. Der hat also auf jeden Fall gesigned. Ja, also da passiert halt nicht wirklich viel. Wir für die Saints, Kevin, willst du oder soll ich kurz vortragen? Ja, also viel gab es, wie gesagt, wirklich nicht. Die Saints bauen gerade an ihrem Stadion. Ja, haben da wohl irgendwelche Luxury-Bereiche oder irgendein Level. Erweitern sie für 450 Millionen. Wird wohl ein bisschen renoviert. Schnäppchen, genau. Ich frage mich, ob das jetzt so ein bisschen hübsch machen ist für den neuen Sponsor, für den neuen Namenssponsor. Ja, das kann natürlich sein, ja, dass man da vielleicht auch in weiser Zukunft schon was weiß und die Boxen ein bisschen umbaut. Ich will es nochmal sagen, ja, auch wenn es vielleicht ein altes Gerücht ist, aber es ist immer noch ein quasi im Gerücht, zumindest bei mir in Erinnerung, ein Porno-Seitenbetreiber mit im Boot gewesen. Aber das kann natürlich auch sein, dass das längst wieder vom Tisch ist. Aber das wäre auf jeden Fall auch recht markant, wenn das die den Superdome dort schmücken dürfte. Und PFF hat eine Liste rausgebracht mit den 50 besten Playern. Jetzt muss ich sagen, für die letzte Saison war das im Endeffekt in der Preseason. Ja, genau. Ja, und da haben die Saints mit 5 Spielern das größte Kontingent gestellt. Ja, also Camaro natürlich mit dabei und all die anderen Spieler, die die Saints haben. Mir sind die Namen entfallen. Aber ja, okay, nicht unspannend, definitiv 5 dabei zu haben. Wir haben nur einen gehabt mit Grady Jarrett. Ja, und das auch ziemlich weit hinten. So ist das. Ja. Also, so viel zum Blick auf die NFC South. Haben wir auch das abgehandelt. Und auch der nächste Punkt ist relativ entspannt, weil auch hier bei uns, bei den Falcons Offseason ist. Das Einzige, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, vielleicht habt ihr auch noch was anderes, ist, dass es ein bisschen, dass Terry Fontenot ein bisschen Personal wieder umgebaut hat. Ja, im Backoffice. Ganz kurz hier der Artikel, der zu finden ist. Wir sagen die Namen jetzt nichts. Ehrlicherweise bin ich da jetzt auch nicht wirklich drin, aber es gab auf jeden Fall ein paar Changes dort wieder. Ich habe jetzt nicht mitgezählt insgesamt, aber wir dürften bestimmt 50, 60 Leute ausgetauscht haben. Also diese Franchise, ja, ist von den Spielern her wird sie ausgetauscht, aber was das Backoffice und Frontoffice angeht, da definitiv auch. Also Terry wechselt, ist ja nur konsequent. Krempelt einmal komplett um, ja. Erinnert so ein bisschen an die Herrschaft der Pharaonen, wenn sie so die Bildnisse der alten Pharaonenkönige zerschossen haben. Ja, macht anscheinend Terry da sowas in der Richtung auch. Okay, so, jetzt kommen wir aber zum richtig, richtig spannenden Teil. Ja, jetzt kommen die Falcoxicum quasi Berichte raus und da fangen wir mit Kevin an, der sich mal wieder reingekniet hat in die Wirren der Verträge und der ganzen Begrifflichkeiten. Und Kevin wird uns berichten über den Franchise-Tag. Ich werde den mal hier nochmal gleich rausbringen und für alle zeigen. Das ist hier die Geschichte natürlich wieder als Artikel bei uns auf der Website zu finden. Ja, und zwar ist das Ganze hier zu sehen, atlantafalcosgermany.com. Wer mal bei uns vorbeischaut, da gibt es viele, viele Informationen. Ja, natürlich Falcons-related, ja, aber macht Spaß, ein bisschen durchzuklicken. Viele Blogbeiträge. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt jetzt schon über 100 Blogbeiträge geschrieben, seitdem wir quasi live sind. Und sehr, sehr interessante Sachen dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall mal, einen Abstecher zu machen. Jetzt aber, Kevin, erzähl uns doch mal bitte was zu diesem ominösen Franchise-Tag. Was hat es mit ihm auf sich? Ja, und was kann man damit machen? Was können die Teams damit machen? Genau, ich wollte einmal kurz, bevor ich dann mal anfange, mit dem Vortrag nochmal hinweisen, dass die Franchise-Tag mitunter auf den Berichten aufbauen, die ich da vorgeschrieben habe über die Free Agency und den Salary Cap. Also wenn ihr euch das auf der Seite anguckt, wir haben auch die beiden Links gleich da drin. Ja, in dem Beitrag, da könnt ihr sonst einmal raufgucken, falls ihr da wie Begrifflichkeiten Probleme mit habt und einmal ganz kurz rüberfliegen, da sind die dann dementsprechend mit aufgelistet. Ja. Genauso als Einführung, sag ich mal, es gibt 3 verschiedene Tags. Ja, es gibt nicht nur diesen Franchise-Tag, den man kennt, es gibt einen Non-Exclusive-Franchise-Tag, einen Transition-Tag und einen Exclusive-Franchise-Tag. Gehe ich auf die 3 nochmal später ganz genau ein. Jedes Team darf einen von diesen Tags pro Offseason benutzen. 2020 gab es eine Ausnahme, da durfte man 2 verwenden. Warum das so ist, weiß ich leider nicht ganz genau. Ich tippe wegen dem reduzierten Cap Space, will mich da aber nicht genau festlegen. War auf jeden Fall eine Ausnahme in den letzten Jahren. Generell kann man sagen, jeder Tag ist ein Einjahresvertrag und der ist immer voll garantiert.
Also immer ein Guaranteed Salary. Ganz wichtig, ist kein Signing-Bonus, ist ein Guaranteed Salary. Ne? Das heißt, wenn der Spieler den unterschreibt und man ihn cutten würde, würde man ihm das ganze Geld schulden und wird gegen den Cap quasi ja geführt werden. Die Spieler müssen den quasi diesen Franchise-Tag oder auch einen Transition-Tag bis Dienstag nach Spielwoche 10 unterschrieben haben. Also sie haben relativ viel Zeit, ja, sich überlegen, ob sie unterschreiben oder nicht. Sollten sie aber bis dahin machen. Wenn sie es nicht tun, sind sie nicht mehr spielberechtigt für die Saison. Also ich habe, ganz kurz, wenn ich unterbreche, das ist ja wirklich Woche 10. Ich habe kurz überlegt, ob das irgendwie ein Tippfehler war oder so. Also so lange haben die Zeit. Ja, okay. So lange haben die Zeit, das zu unterschreiben. Und prominentes Beispiel, wer das nicht gemacht hat, war Le'Veon Bell vor 2 Jahren, müsste es gewesen sein. Ja. Der hat den Franchise-Tag von den Steelers gekriegt, das müsste der 2. gewesen sein, hat ihn nicht unterschrieben, hat dann quasi auf Geld verzichtet. Ich weiß nicht, wie viel es damals waren, das müsste irgendwas kurz vor 10 Millionen gewesen sein. Hat sich für ihn ja doch nicht gelohnt, auch wenn er den Vertrag bei den Jets gekriegt hat, aber leider in der Versenkung verschwunden, der Gute. Der Franchise-Tag oder eben der Transition-Tag muss vor Beginn des Liga-Jahres angewendet werden von den Teams. Die haben da zwischen dem 23. und 9. Tag vor Liga-Beginn Zeit, jemanden zu taggen, ansonsten verfällt diese Option für die Teams. Sollte ein Spieler das eben nicht unterschreiben, kann das Team auch jederzeit bis zur Unterschrift halt diesen Franchise-Tag zurückrufen. Also es besteht da gar keine Pflicht für die Teams, wenn ihr sagt, okay, wir taggen den Spieler, gut, wenn er es nicht unterschreibt, können wir auch wieder zurückziehen, wenn wir es halt doch nicht wollen. Und das Gehalt, ja, das berechnet sich unter anderem durch so eine PYS, das nennt sich, also Prior Year Salary nennt sich das. Ja, die Prior Year Salary setzt sich aus dem Gehalt eines Spielers zusammen aus der vorherigen Saison, Base Salary plus Reporting und Roster Bonus und der anteilige Signing Bonus. Also man schreibt ja, wie damals schon erklärt beim Salary Cap beim Vortrag, einen Signing Bonus am Anfang des Vertrags. Der wird meistens da eben auf die Jahre runtergerechnet. Und je nachdem, Summe X, was in dem Jahr noch da war, gehört er eben mit zu. Keine Incentives, das ist ganz wichtig. Also Bonuszahlen, wie jetzt bei uns zum Beispiel Dante Fowler für seine Sacks, die er machen könnte, die zählen da nicht rein. Also egal, wie viel ein Incentive 5 Millionen ist, zählt nie in diese Prior Year Salary. Das ist einmal ganz wichtig zu wissen. Denn jetzt gehe ich in diese Franchise-Tags rein oder in die verschiedenen Tags. Und dann gibt es einmal den wir alle kennen. Das ist der Non-Exclusive Franchise Tag. Der wird ich sag jetzt mal 95% der Teams angewendet, wenn sie jemanden und diesen Franchise-Spieler eben taggen wollen. Dafür gibt es verschiedene, ich sag mal, Salary-Listen. Die habe ich im Artikel auch einmal aufgelistet. Das ist positionsabhängig, ja, wie viel ein Spieler verdienen kann, sag ich mal. Oder das ist halt immer von NFL gegeben. Und diese Salaries berechnen sich immer aus den Top 5 Cap-Hits der jeweiligen Position über die letzten 5 Jahre. Ist ein bisschen kompliziert, aber da gibt es natürlich Sinn, dass der Quarterback, sag ich mal, deutlich höheres Cap hat, jetzt sag ich mal als ein Tight End zum Beispiel. Ist bei den Spielern ja ein bisschen unfair, sag ich mal. Also gerade heute kam erst ein Artikel rein von Greg Olsen, der sich beschwert hat, dass die Tight Ends zu wenig verdienen, weil sie im Prinzip genauso viel blocken, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, wie ein Tackle, dafür aber auch noch Huten rennen sollen wie ein Wide Receiver. Daher fühlen sie sich teilweise ein bisschen benachteiligt. Und dieser Non-Exclusive Franchise Tag, entweder kriegt der Spieler eben einen von diesen berechneten Salaries als ein Jahresgehalt oder 120% seines eigenen Prior-Year-Salary. Kommt nicht so oft vor. Ganz aktuell ist das bei Allen Robinson, der Wide Receiver von den Bears. Der hatte letztes Jahr auslaufenden Vertrag von einem, ich glaube, 4- oder 5-Jahres-Deal. Und da sein Salary schon so hoch war, hat er eben jetzt seine 120% gekriegt. Das ist höher als der Franchise-Tag der Wide Receiver. Also kann man sagen, das Gehalt von diesem Tag richtet sich immer pro Spieler, nicht pro Team. Also immer so, dass die Spieler das Maximum quasi dabei rausziehen, was das Gehalt angeht. Bei diesem Non-Exclusive-Tag haben die Spieler bis zum 15. Juli Zeit, Verhandlungen mit anderen Teams zu führen. Also sie dürfen bis dahin, wenn sie den unterschrieben haben, mit anderen Teams verhandeln. Eventuell gibt es Angebote für sie, die sich anhören können. Sollten sie ein Angebot annehmen, hat das aktuelle Team immer 5 Tage Zeit, dieses Angebot, was sie unterbreitet bekommen haben, auszugleichen. Das können sie machen, müssen sie aber nicht. Also wenn das Team entscheidet, nee, das ist uns einfach zu viel, können wir uns nicht leisten, dann muss das Team, wessen den Spieler das Angebot gemacht hat, eine Zahlung leisten für das aktuelle Team.
in der Höhe von, ja, also ein Äquivalent von 2 First-Round-Picks. Das heißt, man muss nicht 2 First-Round abgeben, man kann auch, ich sage jetzt mal, First-Round-Pick plus Spieler XY, irgendwie sowas. Das soll nur ungefähr diesem Volumen entsprechen. Wie genau dieses berechnet wird, habe ich nirgendwo gefunden. Ich weiß nicht, ob man dann guckt, wie viel so ein Spieler wert wäre auf dem Markt. Keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Ausgleichszahlung quasi für die Teams, damit sie jetzt nicht ohne ihren Spieler und ohne irgendwas dann dastehen am Ende. Quasi so als Gegensatz gibt es einen Exclusive Franchise Tag. Ja, der wird auch relativ selten angewandt. Das letzte Mal gab es den bei Dak Prescott bei den Cowboys. Das Besondere da ist, dass die Spieler an den aktuellen Verein gebunden werden. Ja, die dürfen nicht mit anderen Teams verhandeln. Auf der anderen Seite ist der das Gehalt deutlich höher, das Salary, was der Spieler kriegt. Das setzt sich immer aus den Top 5 Prior Year Salary der jeweiligen Position zusammen. Und zwar am Tag der Restricted Right Free Agent Tender für die aktuelle Saison immer. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Das ist nur so bei diesem Exclusive Tag ist klar, wenn man nicht mehr die letzten 5 Jahre berechnet, wie bei dem Non-Exclusive, ist das Gehalt natürlich viel höher, weil die Gehälter ja immer weiter steigen. Mhm. Ne? Und deswegen hat man das da quasi nochmal für den Spieler ein bisschen so, um dem entgegenzukommen. Oder man kann auch hier eben 120% seines PYS nehmen, aber da kommen die meisten gar nicht hin, an diesen Durchschnitt quasi. Dann gibt es den letzten Tag, der kommt ja mittelhäufig, sag ich jetzt mal vor, das letzte Mal auch 2020, das ist der Transition Tag. Der wurde bei Kenyon Drake von den Cardinals vor 1 oder 2 Jahren angewandt. Hier ist auch wieder die Berechnung der Salary ein bisschen komplizierter. Da nimmt man jetzt die Top 10 Cap Hits, ja, der vorherigen Saison, der PYS, der jeweiligen Position, oder 120% seines eigenen PYS. Und je nachdem, was höher ist, ist dann eben sein Gehalt oder eben die Höhe des jeweiligen Transition Tags. Kleine Unterschiede zum Non-Exclusive Franchise Tag ist einfach, dass sie eine Woche länger Zeit haben, bis zum 22. Juli den zu unterschreiben, beziehungsweise gar nicht den mit anderen Teams zu verhandeln. Auch hier hat das Team wieder 5 Tage Zeit, ja, um das Angebot auszugleichen. Die kriegen nur keine Ausgleichszahlung. Also wenn sie jetzt sagen, nee, wollen wir nicht, haben sie leider Pech gehabt. Deswegen wird auch eigentlich nichts auf angewandt, ist ja, weil da keine Absicherung für das jeweilige Team ist. Meistens machen die das, um Spieler zu halten, wo das Team an, okay, der kriegt sehr wahrscheinlich eh kein anderes Angebot. Wir wollen aber trotzdem mal sehen, was so passiert während der Saison. Eine ganz kleine Besonderheit gibt's jetzt noch, wo ich jetzt alle dreimal erklärt habe, das sind Multiple Franchise Tags. Also wenn ein Spieler 2 oder mehr in Folge bekommt, auch wieder geht das eigentlich nur darum, dass sein Salary einfach immer höher wird, ja, je mehr Tags er kriegt. Im zweiten Jahr 120% vom vorherigen Tag oder der aktuelle berechnete Franchise Tag. Ab dem dritten Jahr, da geht's dann richtig zur Sache, dann kriegt er schon 144% seines aktuellen Tags. Das lohnt sich dann schon richtig. Oder er kriegt den Quarterback Tag, was ich sehr interessant finde. Denn hier könnte jetzt, also ist natürlich ein absurdes Beispiel, ein Kicker, der zum Beispiel das dritte Jahr gefranchise tagged wird, dürfte im Prinzip oder könnte einen Quarterback Tag als Gehalt kriegen. Das wären dann 25 plus Millionen. Macht natürlich keiner, aber wäre laut Regelwerk tatsächlich erlaubt. Ne? Genau, das ist nur einmal so eine Besonderheit gewesen, falls ihr mehrere Tags kriegt, dass man hört, warum sich das Gehalt immer erhöht. Das liegt einfach nur daran, dass das immer neu berechnet wird. So ein kleines Fazit von mir, sage ich mal, der Franchise-Tag lohnt sich immer für ein Team, um einen Spieler zu begutachten, der vielleicht eine herausragende Saison hatte in seinem aktuellen Vertrag, um zu gucken, ja, müssen wir ihm jetzt nochmal einen Vertrag geben oder warten wir lieber nochmal eine Saison ab? Also das haben die jetzt zum Beispiel Bucks bei Shaq Barrett gemacht, ja, wo er seine, ich glaube, was, wie viel Sex hat er, 20 oder sowas gehabt, als er dafür eine unterschrieben hatte, dann lieber nochmal einen Franchise-Tag geben, gucken, ob er es nochmal abrufen kann und dann erst den neuen Vertrag. Für die Spieler ist das eben so ein bisschen Dorn im Auge, weil sie sich nicht langzeitig absichern können. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, das, ich weiß nicht, ob das alle kennen, Earl Thomas, Seahawks, vor 3 Jahren oder 2 müsste das gewesen sein, wollte einen neuen Vertrag haben, hat nur den Tag gekriegt, hat sich leider schwer verletzt und das war's dann leider mit dem neuen Vertrag bei den Seahawks. Da gab's noch den Finger, oder? Genau, er wurde dann nämlich auf den Stretcher weggefahren und hat dann gen Trainerbank erstmal seinen Mittelfinger gezeigt und das war's dann leider mit den Seahawks. Hat er in der nächsten Offseason bei den Ravens unterschrieben und da auch für Unruhe gesorgt, aber das ist nur so mal ein Beispiel, wo es auch mal nach hinten losgehen kann aus Sicht der Spieler.
Also ja. Meistens, sage ich mal, ist dieser Franchise-Tag halt eine Absicherung einfach auch fürs Team. Auf der Seite kann es natürlich auch gut sein für einen Spieler. Wenn er selber weiß, er ist vielleicht nicht der Allerbeste und hat eine herausragende Saison gehabt, dann kriegt er auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld für eine Saison sicher zugeschrieben. Aber genau, unter Strich kann ich immer sagen, denke ich zumindest mal, dass die Teams einen kleineren Vorteil gegenüber den Spielern haben, was diesen Franchise-Tag angeht. Bei Dak Prescott war das ja auch, hat sich das ja auch lange Zeit hingezogen, unter anderem, weil sein Management ja 4 Jahre und nicht wie gefordert von den Cowboys ja 5 Jahre haben wollte, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, und da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, eher so die Idee, Mensch, wir können nach 4 Jahren ja nochmal neu verhandeln. Ja, also da wird in alle Richtungen quasi gedacht und letztlich geht es dann immer, ja, Johnny Manziel würde so machen, ja, um so gute Geld. Ja, Grüße an den Browns-Fan, er kennt ihn, einer der gefühlt 70 Quarterbacks, die Browns in den letzten 20 Jahren hatte. Nein, aber ja, da wird natürlich versucht, jegliches Regelwerk der Verträge irgendwie zu nutzen, aber du hast es ja schon gesagt, als Fazit eher ein Vorteil für die Teams, wobei gefühlt, ja, wir kennen das vielleicht noch oder wir haben es auch mitgekriegt, zumindest mein bester Kumpel ist ja Washington Football Team Fan, Kirk Cousins wurde ja da auch mindestens 2-mal getaggt, ja, oder 2-mal getaggt und da waren die nicht so glücklich mit, also dieses so, boah, jetzt nochmal getaggt, warum eigentlich, ja, jetzt mach doch mal hier jetzt endlich mal eine Entscheidung, das kann auch so ein bisschen für Unruhe sorgen letztlich und der ist ja dann auch gegangen, ja, zu den Vikings. Spannende Thematik. Danke, Kevin, für diesen super geilen Vortrag. Geil. Ja, auf atlantafalcons.com bitte einmal runterfahren. Hier seht ihr es, könnt ihr den Artikel finden unter Blog oder quasi gleich auf der Startseite. Ja, wer da nochmal reinlesen möchte, wir werden auch nochmal eine Falcoxicon extra Rubrik demnächst machen. Da werden wir diese ganzen wissenswerten Artikel die wir hier schon geschrieben haben, auf jeden Fall unten einbauen. Ja, wir werden ein kleines Wiki bauen, ja, ein kleines Falcons-Wiki, ja, für diese ganzen interessanten und spannenden Themen. Gibt's von euch noch Fragen zu Kevin? Zufällig. Nee, aber ein großes Lob an Dave. Hast gut durchgehalten. Ich habe extra einen halben Tag freigenommen, um vorzuschlafen, ja. der war unter der Gürtellinie. Ja, der war krass. Ja, der kann auch nur von Dominik kommen. Ja. Ja, das ist ein Insider, wobei vorletzte Folge war das, oder? Vorletzte Woche war das. Gähnend spannend ist leider dem Dave beim Vortrag vom, ich glaube auch Kevin. Ja, das war auch von mir, genau. Ein Gähnen rausgerutscht. Der Junge hat viel zu arbeiten und ja, es hat leider nicht funktioniert mit dem Muten des Mikrofons. Und seitdem, ich war ganz 2 Minuten davor, habe ich mich gemutet, weil ich geräuspert habe, ja. Ja, habe ich. Und jetzt wirst du es dein Leben lang hören. Das ist echt brutal, ja. Aber ja, so ist das. Dominik passt auf. Nein, danke Kevin für den geilen Artikel. Danke Dave fürs nicht einschlafen. Und wir gehen weiter im Falcoxicon. Ja, Silke darf uns jetzt ein bisschen was vortragen zu einer, ja, man kann schon fast sagen, Legende der Falcons. Ja, kann man schon fast sagen, kann man sagen. Genau, es gibt viele Legenden, ja, aber dieser Herr ist einer, der, also wer Falcons-Fan ist, muss zwangsläufig über diesen Namen stolpern und muss ihn vor allen Dingen sich wirklich ins Hirn brennen. Jesse Tuggle, The Hammer, wie er genannt wird, ja, einer der herausragendsten Spieler, die Falcons-Franchise je gehabt hat. Und Silke darf uns ein bisschen was zu berichten und wir haben auch die Erlaubnis, ein paar Highlights dann nebenbei laufen zu lassen. Aber erstmal darf Silke anfangen, ja, uns ein bisschen was zu erzählen. Sag uns doch mal, was Jesse Tuggle quasi so ausmacht. Ja, so ein bisschen so eine Geschichte vom Underdog, würde ich sagen, zur Legende. Weil Jesse ist eigentlich so ein bisschen als kleiner, schmächtiger Junge auf die Welt gekommen. Und auch das Thema, dass er so ein bisschen, sagen wir so, dass nicht so an ihn geglaubt wurde und dass man nicht so in ihm das Potenzial gesehen hat, das hat sich relativ lange durch seine, sagen wir so, Karriere gezogen. Es fing halt damit an, dass er nach seiner Zeit an der Highschool in Anführungsstrichen nur von 2 Colleges sozusagen Angebote für ein Stipendium erhalten hat für Football, weil alle anderen Scouts halt gemeint haben, nee, der ist uns zu klein, da sehen wir kein Potenzial, dass da ein guter Footballer draus wird, deswegen wollen wir den nicht haben. Jesse hat sich dann für
für Valdosta State College entschieden, die gerade mal im zweiten Jahr ihr Football-Programm hatten. Also ist auch kein renommiertes College, was Football angeht. Und er hat sich eigentlich auch nicht wegen dem Football sozusagen dafür entschieden, sondern weil es einfach weiter weg liegt als das zweite College, wo er Angebote für bekommen hat. Dann war es so, dass er sich kontinuierlich verbessert hat, auch mit seiner Defense, dem Nasty Bunch, wie sie so schön genannt wurden, auch wirklich gute Erfolge feiern konnte, nur hat leider die Offense nicht so mitgemacht. Das heißt, die Defense war zwar super, aber sie konnten letztendlich die Blazers, wie das Team hieß, oder wahrscheinlich auch noch heißt, konnte nicht wirklich Erfolge feiern. Aber das Schöne an Jesse ist, dass er sich davon nicht hat abbringen lassen sozusagen. Er hat weiter an sich gearbeitet, wurde dann 3 aufeinanderfolgende Jahre in das All Gulf South Conference Team gewählt, hatte dann letztendlich mit seiner Defense auch wirklich beeindruckende Zahlen liefern können. Ich werde jetzt natürlich nicht auf alle Zahlen eingehen, die kann man sich dann schön auf der Homepage nochmal nachlesen, aber zum Beispiel haben sie geschafft, mit ihrer Defense die Nummer 13 in zugelassenen Passing Yards zu sein von ganz Amerika. Und das ist wirklich, glaube ich, eine Hausnummer, weil so wenig Colleges gibt es nicht in Amerika. Da muss man erstmal schaffen, auf Platz 13 zu kommen. Genau, und dann hatte er quasi das Glück, dass er als neuen Trainer zur Saison 1986 Mike Caven bekommen hat. Mit dem neuen Trainer wurde auch das Team ein bisschen erfolgreicher. Und sozusagen die Offense lieferte danach, die konnten endlich mal mehr Siege als Niederlagen verbuchen. Und Jesse wurde tatsächlich in der Saison dann zum Defensive Spieler des Jahres der Gulf South Conference gewählt. Jetzt sollte man meinen, wenn man so einen Erfolg feiert, dass dann natürlich auch die NFL-Teams Schlange stehen und so jemanden haben wollen. Aber nach wie vor war es leider so, dass die Leute und die Recruiter nicht so das Potenzial in Jesse gesehen haben. Entsprechend wurde er leider im Draft 1986, wollte kein Team ihn unter Vertrag nehmen. Es spielte nach wie vor irgendwie, sie spielten auf seine Größe an. Sie haben gedacht, NFL ist halt nochmal was anderes als College. Da wird er mit seiner Größe die NFL-Spieler nicht so tackeln können, wie er es auf dem College konnte. Entsprechend haben die das Potenzial in ihm halt weiterhin nicht gesehen. Und da kam ihm dann jetzt letztendlich zugute, dass er unter Mike Caven als Trainer Spieler war, und der hatte Connections nach Atlanta und konnte ihm dann ein Probetraining bei den Falcons verschaffen. Und da haben tatsächlich dann die Falcons verantwortlich zum Glück gemerkt, dass doch mehr in Jesse steckt, und haben ihn dann 1987 als Undrafted Free Agency unter Vertrag genommen. Er war dann tatsächlich bereits in seinen ersten Jahren mehrfach als Starter aufgestellt, aber so ein bisschen den wirklichen Durchbruch hatte er im Jahre 1989. Da hatte er die meisten Tackles von allen Falcons, und das Jahr darauf bereits schon die meisten Tackles der ganzen NFL. Also man sieht, wenn man sich reinhängt und wenn man was wirklich will, dass man dann tatsächlich viel erreichen kann, und das hat er wirklich geschafft. Er wurde insgesamt sagenhafte 5-mal zum Pro Bowl gewählt und auch 3-mal in das All-Pro-Team. Also er hat in den 12 Saisons, die er für die Falcons gespielt hat, und man muss dazu sagen, viele Saisons waren ja leider auch nicht so die erfolgreichsten, also so wie er es schon ein bisschen vom College kannte, dass er zwar eine super Leistung absolviert, aber das Team in dem Sinne nicht nachzieht, hat ihn nicht abgeschreckt, er ist trotzdem bei den Falcons geblieben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, warum die Fans ihn so mögen, weil sie halt gesagt haben, er ist nicht so der Erfolgsspieler. Er ist loyal gegenüber seinem Team, und er gibt halt immer alles für sein Team. Genau, und das finde ich halt auch, ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum er so zur Legende wurde. Der Höhepunkt war dann natürlich im Jahre 1998, wo die Falcons dann am Super Bowl teilgenommen haben. Leider nicht so erfolgreich, wie wir es uns wahrscheinlich auch alle gewünscht hätten. Aber ich meine, schon für das Team schon allein die Teilnahme war super. Und danach war dann leider auch nicht mehr so viel. Er hatte dann anhaltende Verletzungen und hat sich dann sozusagen nach der Saison 2000 zur Ruhe gesetzt, also seinen Rücktritt vom aktiven Dienst, von der aktiven Spielzeit verkündet.
Er ist aber sozusagen der NFL doch weiterhin sehr treu geblieben. Also natürlich wurde er dann in den Ring of Honor irgendwann aufgenommen und hat auch die entsprechenden Auszeichnungen von seiner Universität gekriegt. Aber was ich persönlich am spannendsten mitfand, er hat eine Tochter und zwei Söhne. Der eine Sohn hatte eine Zeit lang bei Houston gespielt in der NFL. Das ist, glaube ich, inzwischen Zeit in der kanadischen Liga. Und sein zweiter Sohn, der ist, glaube ich, den Falcons-Fans durchaus sehr bekannt. Das ist nämlich Grady Jarrett. Und der ist sozusagen, tritt mehr als sehr gut in die Fußstapfen von seinem Papa. Und Jesse Tuckle hat er auch mal in einem Interview gemeint, genau, sehr gut, hat er auch mal im Interview gemeint, als Grady dann sozusagen den Super Bowl damals mitgespielt hatte, da sind bei ihm auch ganz viele Erinnerungen hochgekommen an seine Zeit und ja, deswegen, also das finde ich ganz cool, dass der Sohn da so seinem Papa nacheifert und da sozusagen jetzt das Gleiche versucht zu absolvieren und da auch so eine Legende zu werden. Und hoffen wir mal, dass er auch so viele Spielzeiten bei den Falcons absolvieren möchte, wie sein Papa geschafft hat sozusagen. Hoffen wir mal definitiv. Vielen, vielen Dank. Geiler gerne. Bericht. Natürlich zu finden bei uns auf der Website, wie Silke es ja schon gesagt hat, wie all die anderen Berichte auch. Super spannend, diese Cinderella-Story im Endeffekt. Ja, anders heißt, ja, das wird er wahrscheinlich die ganze Zeit gehört haben. Ja, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die NFL ja wirklich so eine Liga ist, wo es ja wirklich so nach Frames geht. So, ja, passt du da rein? Bist du groß genug? Bist du klein genug? Was auch immer. Ja, und wenn das nicht ist, boah, dann cutten die dich wirklich knallhart weg. Ja, und letztlich undrafted, Hammer. Ja, was für eine Story. Ja, noch nicht mal im Draft gekommen, sondern undrafted. Ja, und dann so eine Karriere hingelegt. Ich glaube, er hat zwischenzeitlich oder unter anderem auch noch einen Rekord für die meisten Tackles in einer Saison. Locker über 200. Ja, genau, das hat er auf jeden also, Fall. Also, da gibt es auch Kevin einige Time. Rekorde, die er... Kevin Time. Ja, das ist Kevin Time wieder. Ja, ja. Sind wir ja gewöhnt, nach einer Stunde fliegt Kevin hier raus. Also er kommt gleich wieder. 1991 hat er 207 Tackles in einer 207 Saison. 207 Tackles. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, 207. Ja, ich würde sogar predikten, dass man das noch nicht mal mit den 17 Spielen jetzt schafft. So ohne weiteres. Ja, also das ist, der war überall. Ja, und man hat so ein bisschen die Highlights gesehen. Ja, The Hammer nicht umsonst. Ja, weil das hat wirklich geknallt, wenn der gekommen ist. Und der hat ja auch diese breite Wucht gehabt. Ja, also wenn man sich die Linebacker von heute anschaut, ja, wie in Dion Jones, Oluokun, ja, das sind ja Kampfmaschinen im eher athletischen und Geschwindigkeitssinne. Ja, die holen das ja über die Geschwindigkeit raus und nicht über die Masse. Ja, also Barry Sanders, die haben alle gefressen mit Jesse Tuggle, ja, und wurden quasi wirklich gelegt, ja. Also das ist also so ein Linebacker gegen so einen würde sie nicht spielen wollen. So, das ist echt brutal, was der gemacht hat. Und ich habe Spiele noch live gesehen von dem Hammer. Ja, also sehr, sehr zu empfehlen, sich da ein paar Highlights reinzuziehen. Kevin, mal wieder, wir wissen Bescheid. Ja. Wir haben ja schon vorletzte Woche mit Support geschrieben, dass ist irgendwo irgendwas von StreamYard oder iOS. Irgendein Problem. Genau, es ging um die iOS-Version. Wahrscheinlich das neueste Update ist noch nicht irgendwie refreshed von StreamYard. Ja, ist halt ein netter Running Gag. Ja, du verschwindest einfach mal. Ja. Warum auch nicht? Er hat ja seinen Vortrag gehabt, dann wurde es langweilig für ihn. Ja, und wieder dann weg. Dann wurde es langweilig für ihn, ja, genau. Danke an Kevin und Silke, einfach sensationell von Alex Rotze, der uns auch mal fleißig... Ich wollte auch noch was zu Silke sagen. Ja, schaut, erzähl doch mal. Ja, ich mache jetzt nämlich ein Sandwich-Lob. Und zwar, also, ich habe ja wirklich erwartet, dass du es voll verkackst, dein Einstand, aber war fantastisch. war wirklich fantastisch. Abzüge in der B-Note, hinten das Packers-Zeichen. Ne? Also, ja, das musste ich für meinen Mann mit hinstellen. Wirklich? Oh, das müssen wir jetzt mal sehen. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Ey, das ist ganz klein, ne? Oh ja, hier sieht man es. Vor Iron Man. Aber jetzt zum Sandwich gehört ja wieder was Gutes hinten ran. Und ich muss sagen, ich habe letzte Woche schon, auch wenn du ihn nicht vorgetragen hast, deinen Artikel genossen, die sind richtig gut ausgearbeitet. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, klickt sie an, liest sie durch, die sind wunderbar zu lesen. Wirklich, ganz toll. Definitiv. Danke, Silke. Ja. Jan schreibt auch nochmal, unser Browns-Fan, nur mal so, Silke sollte häufiger vor der Kamera dabei sein. Good job.
Ästhetisch werde ich euch auch, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich inhaltlich so. Moment, ich muss ganz kurz. So, ich bin auf die Mute-Taste gekommen, Entschuldigung. So. Das passiert doch sonst nur bei Nico, hä? Das ist auch bei Nico, genau. Ja, also viele Dankessagungen hier. Fatih schreibt auch, sein Sohn Jesse Tackle war bei den Browns aktiv. Aha, okay. Ja, also unter anderem bei Houston, aber. Unter anderem bei Houston. Großartig. Und Frau Hansen schreibt, jupp, Female Falcons Power. Definitiv, ja. Also wir sind auf jeden Fall, was das Weibliche angeht, werden da immer mehr. Und das finde ich echt gut, weil wir haben in der Facebook-Gruppe, kann man ja so ein bisschen Statistik hinten als Admin sehen, ja, wir haben um die 8-9% der Gruppe und wir sind so 830, ja, sind weiblicher Natur, ja, dürfen gerne mehr werden. Also wir setzen auf jeden Fall hier auch ein Zeichen dafür, dass das auf jeden Fall weitergehalten wird. Oh, hier ist noch was von Matze Wittnix. Ihr habt Glück, dass ich mich mit nur einem Packers-Logo zurückgehalten habe. Aha, da gibt's anscheinend eine Verknüpfung zu Matze Wittnix. Verstehe. Gut. Ich muss mal bei StreamYard gucken. Es gibt Möglichkeiten, so Overlayer zu bauen. Vielleicht kommt da nächstes Mal so einfach so ein Schleier drüber. Ja, dass wir die Packers-Logos nicht sehen. Nein, Spaß. Ja, okay, wissen wir Bescheid. Großartig, großartig. Geiler Artikel. Ja, Ring of Honor, wir haben jetzt 4 mittlerweile. Wir haben jetzt die erste Klasse von 2004 jetzt alle durch. Ja, Jesse Tackle war quasi auch einer von den ersten 4, die in den Ring of Honor gewählt wurden. Ja, Steve Bartkowski, Tommy Nobis, der erste Falcon, und William Andrews, der Running Back. Ja, jetzt ist 2004 abgehakt und jetzt geht's mit dem nächsten Jahr weiter. Ich glaube, 2006 oder 2008 war das nächste Mal. Ja, ich bin mir 6. Da ist aber nur einer. Da ist nur einer. Man macht ja nichts. Wir gehen chronologisch vor, bis wir alle 11 durch haben. Ja, ist schon großartig. Perfekt. Ja, also Silke für den nächsten Bericht schon in Arbeit. Wir werden ihn wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Zeit ins Netz knallen für euch auch zum Lesen. Unbedingt anklicken. Ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. So, jetzt darf Dominik sich etwas präsentieren. Und zwar hatten wir in der letzten Woche eine, ja, wie soll man das nennen? War das eine, mir fallen ein bisschen die Worte schwer. Wir waren kurz geneigt zu fragen, ob du alle Medikamente genommen hast. Ja, oder nennt man das geistige Umnachtung? Ja, also wir haben ja letzte Mal die Season so ein bisschen predicted. Ja, zumindest stand Preseason letzte Woche. Ja, das werden wir bestimmt auch nochmal machen. Dominik war der Einzige, der als, wie war das, Breakout-Player nicht, sondern MVP-Defense. Mhm. Ich glaube, bei MVP-Defense hast du einen Namen in den Ring geworfen, der für alle Beteiligten, ja, und ich glaube, YouTube ist kurzzeitig mal ausgegangen, weil das echt auch für YouTube ein bisschen komisch war. Du hast diesen jungen Mann, ja, Dante Fowler, predicted als den MVP der Defense. MVP! Wie bist du darauf gekommen? Und du hast jetzt vor allen Dingen dich genötigt gefühlt, sogar einen Artikel zu schreiben. Erzähl doch mal. Ja, ich finde, wer redet, der muss auch liefern. Mhm. Und ja, du redest viel. Oh. Ja, aber es kommt aber auch immer was bei rum, muss man sagen. Siehst du ja. Schon ein Artikel bei rumgekommen. Und sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir so meine Gedanken gemacht. Es kam ja schon ein bisschen früher, dieser Gedanke, als ich im Podcast war bei Mike's in Motion. Und da haben wir über die 3-4-Formation geredet. Und da habe ich mir eigentlich so gedacht, ja, warum nicht? Das hat bei den Rams ganz gut geklappt in Los Angeles. Warum sollte es nicht bei den Falcons gut klappen? Und deswegen war es einer der 5 Gründe, die ich rausgesucht habe. Habe aber auch geschrieben, fairerweise 5 schlecht durchdachte Gründe. Und du lässt dir ein Hintertürchen. Ich lasse mir immer Hintertürchen, weißt du doch. Und ja, was soll ich sagen? Je mehr ich mich in dieses Thema reingefuchst habe mit Dante Fowler, umso mehr habe ich eigentlich gedacht, es könnte wirklich was werden. Ich finde das mittlerweile gar nicht so unwahrscheinlich. Und mittlerweile gehe ich schon so weit, dass es eine Prediction ist. Also letzte Woche habe ich mich ja noch ein bisschen zurückgehalten. Heute würde ich schon fast sagen, ja, ich würde es ihm total gönnen. Ich würde es ihm wirklich gönnen, weil es gibt so wenig Spieler, die wirklich so einen Paycut auch wirklich hinnehmen, wie er es dann getan hat. Das spricht für mich auch einfach über diese innere Überzeugung, die er selbst hat. Ich würde es ihm gönnen, wirklich. Also
Also Selbstreflexion ist definitiv da. Oder Terry hat einfach, weiß etwas, was wir nicht wissen. Ja, und hat gesagt, komm, mein Freund, ja, wir gehen jetzt mal hier ein paar Minütchen runter, sonst lasse ich die Meldung mal raus. Ja, keine Ahnung. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Aber Selbstreflexion ist da und vielleicht auch so ein innerer Ansporn. Der Artikel, wie gesagt, bei uns auch auf der Seite From Zero to Hero. Ja, 5 Gründe, wieso Dante Fowler durchstarten wird. Schlecht durchdachte ist natürlich hier auch nochmal unterstrichen quasi von ihm. Ja, du hast einige interessante Sachen angebracht, die so auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Sein geliebtes zweites Jahr, ja, weil er halt immer so ein bisschen braucht anscheinend, um sich zu akklimatisieren. Ja, und eben über den Positionsswitch, ja, neuer Lehrmeister mit Dean Pease, ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für dich. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also wir würden es natürlich gönnen. Ja, er würde natürlich auch, wenn er ein paar Sex macht, ein bisschen mehr extra Geld verdienen. Ja, hätten wir nichts dagegen, wenn das, sage ich mal, Crunch-Time-Sex sind und nicht irgendwelche Sachen in der quasi letzten Sekunde, die gar nicht mehr nötig sind. Also letzte Saison hätten wir sie in der letzten Sekunde wahrscheinlich noch gebraucht, diese Sex. Ja, da ist es aber nicht mehr Trash-Time so ungefähr oder Garbage-Time, wie es so schön heißt. Ja. Aber ja, also wenn der durchstartet, von mir aus gerne. Dave hat es auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja, ich sag's jetzt schon, ich glaube, 3-mal an. Wir haben die Prediction noch nicht wirklich aktualisiert. Wir müssen das jetzt wirklich mal wieder machen. Ja, Grüße an unseren anderen Kevin, dass wir das jetzt mal wirklich aufschreiben, ja, und wirklich mal machen, weil die verwahrlost sind ein bisschen. Das darf nicht sein. Das muss aktuell gehalten werden. Und MVP Defense Dante Fowler Prediction von Dominik. Wir sind gespannt. Also ich finde allgemein, meine Predictions, die sind ja wirklich alle auf heißen Kohlen. Also ich glaube, ja. Willst du kurz sagen, was du noch predicted hast, für die, die es noch nicht wissen? Saints auf 4, Colts nicht in den Playoffs. Nicht in den Playoffs. Der andere Kevin aus Österreich war ja letztes Mal da, die haben ja auch einen kleinen Podcast mit seinem Bruder und einem Kumpel. Ja, die sehen jeweils zwei von den dreien sehen die Colts an 1 und einer sieht ihn an 2. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was du siehst. Aber gut, ja, wir sind gespannt, wie viele Xe oder wie viele grüne Haken du dann nächstes Jahr hast in deiner Prediction Line. Ich werde so abliefern. Ihr werdet. Das ist meine innere Überzeugung. Großartig, großartig. Einer muss ja an dich glauben, ne? Einer muss. Gut, jetzt dürfen wir noch uns was Knackiges anhören von Dave. Er hat nämlich ausgearbeitet unseren Draft Nummer Runde 4, Nummer, das war der 114. Vierte Pick, der fünfte Pick. Genau, ja, diesen jungen Herrn, Drew Dolman, Pick 114, genau, ein Center, Stanford University. Sag doch mal ein bisschen was über diesen Herrn. Was können wir erwarten? Hat er Starting-Potenzial oder muss er erstmal an Hennessy vorbei? Möglicherweise, ja, an jemand anders, aber wahrscheinlich Hennessy. Was denkst du, Dave? Sag uns doch mal was. Ja, also ich habe mich ein bisschen über ihn informiert, ein paar Videos angeschaut, habe mal alles zusammengetragen. Gleich noch als kleine Info, falls jemand noch irgendwelche zusätzlichen Informationen hat, die ich jetzt hier übersehen habe oder nicht drauf habe, kommentiert es einfach unter das Video, wir ergänzen das dann und dann kommen auch Steckbriefe auf jeden Fall auf die Website zu den Spielern. Genau. Ja, Drew Dolman, Center aus Stanford, ist aktuell 22 Jahre alt, am 15. Oktober 1998 in Salinas, Kalifornien geboren. Er ist 6 Fuß 3 groß und 295 Pfund schwer. Und wie gesagt, Drew Brazel Dolman ist sein ganzer Name. Er war am Stanford College, hat dort Football gespielt auf der Position des Centers. Als kleine Brücke, also sein Vater war auch in der NFL aktiv, hat 7 Jahre lang für die San Francisco 49ers als Center gespielt und auch als Guard unter anderem und hat auch einen Super Bowl mit den 49ers gewonnen. Wow. Ja, also da sieht man ja auf jeden Fall, dass da eine Linie drin ist, dass er da gute Gene gehabt haben wird. Ja. Er kam auch von Stanford und er hat auch eine kleine Verknüpfung zu den Falcons, weil er 2005 und 2006 als Assistant Offensive Line Coach bei uns gearbeitet hat. Mhm. Genau, also ja, ich bin mal gespannt. Also Drew hat in der Highschool ursprünglich in der Defense gespielt und hat da auch einen relativ guten Award gewonnen, als ziemlich starker Defensive Liner.
Ist dann aber ins College gegangen und wurde dort als Center eingesetzt. Beziehungsweise hat im letzten Highschool-Jahr auch schon Center gespielt und wurde als Top-10-Prospect der ganzen National League oder der ganzen USA als Top-Prospect für den Center gewertet. Wow. Also wie gesagt, dann ging er zum Stanford Cardinal College. Da startete er 2018 in 4 Spielen, in jeweils 2 als Right Guard und 2 als Center. 2019 startete er dann in allen 12 Spielen als Center und 2020 auch in allen 6 Spielen. Er wurde auch als First Team All-Conference gelistet, als er in den Draft gegangen ist. Also kann man von ihm einiges erwarten. Allerdings sind jetzt vor ihm jetzt auch nicht allzu viele Center gegangen in diesem Draft. Aber dazu kommt nachher Näheres. Also er wird im Allgemeinen als sehr starker Blocker genannt, da er mit seinen Händen so gut arbeitet, dass sich die Gegenspieler kaum von ihm lösen können. Mhm. Er passt super in Zone-Schemes, ist aber leider etwas zu klein für die NFL-Standards. Dieses hat ja auch definitiv Auswirkungen auf die Position im Draft, da er allgemein als ziemlich klein gelistet wird oder als Undersized auf seine Position. Und die Frage ist also, ob er gegen die Biester aus der NFL standhalten kann oder wird. Ja, also zu seinen Stärken zählt, dass er die Blocks sehr, sehr lange halten kann. Es wird auch immer wieder in Amerika gesagt, dass er förmlich mit den Händen an den Defensive-Spielern klebt. Er macht viel, um so gut es geht, an den Linien unter den Pads zu arbeiten, um sie ihnen auch die Bewegungen, die sie sowieso eingeschränkt haben, wegzunehmen. Mhm. Er hat eine ziemlich gute Explosivität in den tiefen Blocks und einen ziemlich guten tiefen Schwerpunkt. Also ihn muss man wirklich überlisten am oberen Punkt, dass man an ihm überhaupt vorbeikommt. Er ist sehr geschmeidig im Blocken im Second Level, blockt auch sehr intelligent, sucht sich den nächstgelegenen Spieler, wo er die meisten Yards noch für den Running Back, für den Quarterback frei blocken kann. In Screens ist er ebenso sehr effektiv, da er einen sehr guten sogenannten Pull-Block ausführen kann. Also indem er den Gegner anblockt, zu sich zieht, ihn nach hinten fallen lässt und dann direkt ins Second Level switcht. Ebenso hat er eine sehr gute Positionierung im Double-Team und kann die Abgabe des D-Liners an den nächsten O-Liner sehr, sehr intelligent durchführen. Also nicht, dass da plötzlich ein O-Liner zwei D-Liner auf sich hat, sondern ist wirklich gut im Aushelfen und ist da auch sehr, sehr intelligent unterwegs. Er arbeitet mit den Füßen gut nach vorne bei Kontakt, also lässt sich nicht umwerfen, lässt sich nicht schlagen, sondern guckt, dass er einen Push aufrecht erhält. Und er nutzt seinen Körper gut, um sich bei einem Rush in den Boden zu verstampfen. Also nutzt alles, was er hat, um sich zu verankern. Und was bei ihm auch sehr gut auffällt, er liest immer den Running Back mit, in welche Gap er geht, falls er sich doch nicht hundertprozentig an den Spielplan hält oder intelligente Switches macht und hilft dann an anderen Flecken die Gaps zu öffnen. Was allerdings jetzt seine Schwächen sind, er ist, wie schon gesagt, ziemlich klein für die Position des Centers und er hat eine sehr schmale Taille und hat halt auch damit nicht die Range, um die D-Liner wirklich lange zu halten. Toll. Genau. Dann eine andere Sache, durch seine Untergröße ist es so, dass er den Block mit seinen Händen als erstes am Gegner sein muss, um den Block halten zu können. Wenn er als erstes berührt wird mit den Händen des Gegenspielers, ist eigentlich zu 90%, dass er geschlagen wird. Aber er ist ziemlich, ziemlich flott unterwegs, hat auch einen ziemlich guten Start. Also wenn der Snap erfolgt, ist er eigentlich immer on point gewesen. Es ist selten in Tapes vorgekommen, dass er wirklich mal die Millisekunde zu spät am D-Liner war und der D-Liner ihn davor schon weggeschoben hat. Und als Center hast du ja in der Regel den ersten Kontakt. Also du weißt ja, wann es losgeht. Von daher hat er da einen gewissen Vorteil. Sehr gut. Richtig. Aber es ist wirklich schön, eine ständige Bewegung vom nach hinten Ball und dann ab in den Block. Hm. Also wirklich sehr schnell. Was bei ihm halt das größte Problem ist, und das wird in der NFL sehr schwer für ihn werden, wenn Bullrusher, wenn da so ein 150 Kilo, 1,95 Typ vor ihm steht und einfach mal meint, ich leg jetzt Fullspeed durch, hat er keine Chance gehabt. Also ich habe kaum ein Tape gesehen, wo er wirklich dann den Mann weitergeben konnte, schnell genug, oder den Block aufrechthalten konnte. Das war wirklich noch eine Sache, da muss er sehr daran arbeiten. Also da sind die großen Jungs einfach für seine Größe, für sein Gewicht ein bisschen zu groß noch. Allgemein, er ist definitiv ein guter Center, aber es ist halt eine Frage, ob er ein Go-To-Guy ist, ob er jetzt wirklich gut funktionieren kann in der NFL. Im College hat das funktioniert, trotz seiner Undersize war er wirklich ein sehr guter Center. Es ist jetzt nur die Frage, ob er das in der NFL auch liefern kann oder ob er als Bust gelten wird.
Ich persönlich denke, aktuell wird er ein Backup sein, wird aber auf jeden Fall gut für die Competition mit Hennessy gebraucht werden. Und sein Vater hat ja auch schon ziemlich erfolgreich gespielt und deswegen hoffe ich mal auf seine Gene. Und ich denke, wenn er seine Größe mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Flexibilität, mit seiner Intelligenz ein bisschen auskompensieren kann, dann wird er auch bei uns in einigen Jahren als Starting Center gut spielen können und einiges machen können. Danke, Kevin, für den Artikel, für die Ausarbeitung. Kevin, Entschuldigung, Dave. sag mal, weil er ja vorher auch Defense gespielt hat, siehst du da irgendwie so eine Hybrid-Situation oder glaubst du, dass der Zug ist abgefahren, er wird definitiv nur O-Line spielen? Ja, wir hatten ja auch mal, ich glaube, Wes Schweitzer war das, der auch ab und zu mal in der Defense-Line aufgetaucht ist. Plötzlich, könntest du dir vorstellen, dass er sowas in der Richtung macht oder ist das nicht mehr Thema? Ich kann es mir schon vorstellen, wie gesagt, er ist ja nicht der Größte und nicht der Schwerste, dass er auch mal als Edge auf dem Feld stehen kann, da er halt auch diese Geschwindigkeit hat. Ich denke nicht, dass wir das in den ersten Spielen sehen werden, vor allem nicht, wenn wir dann aktuell keinen Bedarf haben, wenn unser Fowler gut durchstartet zum Beispiel, wie Dominic predicted. Denke ich nicht, dass wir das brauchen. Allerdings, also er wird auf jeden Fall auch im Special Teams tätig sein. Da hat er im College auch darauf gespielt. Deswegen ist da schon mal die zweite Verknüpfung. Und ja, also ich denke weniger, dass er wirklich in der Defense aktiv spielen wird oder viele Snaps haben wird in der Defense. Ich denke vielleicht ab und zu mal reinkommen, wenn wir jetzt wirklich Verletzungspech haben, großen Bedarf haben. Vielleicht dann ein paar Snaps, aber so sehe ich es eigentlich weniger. Okay. Kevin, hast du zufällig noch so als unser College-Wiki-Experte irgendwelche Ideen noch, die dir sofort einfallen zu ihm? Ja, von Steckbrief jetzt nicht unbedingt, der war jetzt nicht bei uns im Steckbrief drin. Nee, aber er ist ja wahrscheinlich vielleicht mal irgendwie über den Bildschirm gehuscht. Irgendwas noch, wo du sagst, ey, ja, unbedingt oder nicht so? Er ist auf jeden Fall einer der besten Zone-Blocking-O-Liner gewesen, die es im Draft gab. Okay. Es ist natürlich auch bedingt, dass er ein bisschen weniger wiegt. Also man sagt, er ist anders, was ich nicht verstehe, weil ich war jetzt erst überlegen, ob das Corey Linsley gewesen ist, der Center von den Packers. Der spielt auch mit knapp 300 Pfund und war der Top-Rated Center letztes Jahr bei PFF. Also ich glaube nicht, dass das Gewicht unbedingt was damit zu tun hat, wie gut du jetzt in der NFL spielst, solange deine Technik auf einem guten Niveau ist. Und das ist bei Dolman auf jeden Fall der Fall. Also. Okay, großartig. Ja, vor allem Gewicht kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kriegt man auch immer ganz schnell wieder drauf. Keine Frage. Driftet das ein bisschen ab jetzt oder haben wir demnächst noch eine Rubrik gute Ernährung mit den Falcons, Germany nein. oder irgendwie sowas? Nein. Aber aus dem Minicamp hat man ja gehört zum Beispiel, dass er auch ein bisschen öfter Guard gespielt hat. Ja. Bisher. Da hat er ja auch 2018, bevor er den Starting Center Spot hatte, hat er ja auch zwei Spiele als Right Guard gespielt. Das wird auch wieder eine Verknüpfung sein, da halt auch da eines bei euch. Frage McGarry, wie wird er dieses Jahr funktionieren? Da hast du dann mit ihm noch eine zusätzliche Option. Und mit Gono haben wir ja, ich weiß nicht, ob man jetzt über den Status weiß, welche Verletzung er hat, aber bis jetzt ist er noch nichts rausgekommen. Ist total Gono, mysterious bei ihm, ne? Ja, Gono ist raus, ja, wahrscheinlich für die Saison. Ja, also unser wahrscheinlich vorhergesehene linker Guard, ja, und da hätten wir jetzt eine Vakanz, die möglicherweise Dolman füllen muss. Wenn du natürlich schnell bist und vor allen Dingen Zone-Blocking gut kannst, im Second Level da richtig gut arbeiten kannst, ist das natürlich so als Pulling Guard prädestiniert für schöne, kraftvolle Läufe, die dann Davis hinten sich dann wirklich schön das aussuchen kann. Also könnte ich mir gut vorstellen, so von dem, was ich gehört habe, ja, dass man ihn da einsetzt. Ja, wird ja auf jeden Fall von Arthur Smith präferiert als Scheme, das zu nutzen. Also wahrscheinlich eine gute Wahl, so zumindest nach Arthur Smith. Genau. Ja. Nee, ich denke auch, Left Guard wird bei uns auf jeden Fall Mayfield starten. Jetzt, da Matt Gono wahrscheinlich durch die Verletzung komplett raus ist, wird, denke ich, Mayfield seine Chance haben und ich denke, der wird auch wirklich viel Spaß machen. Das wollen wir hoffen. Ja, O-Line-technisch sind wir ja etwas undersized, sagen wir es mal so. Oder zumindest, nicht wirklich mit Glück beseelt gewesen in den letzten Jahren. Gut, großartig. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, beziehungsweise Kommentare aus der Community, würde ich sagen, gehen wir in die Hour.
Ja, Ask Us Anything, Fragen aus der Community. Wir fragen immer traditionell mittlerweile montags. Leider noch nicht so konstant in den Zeiten, aber auch das werden wir hoffentlich bald besser hinkriegen in unserer Story. Ob es irgendwelche Fragen gibt, die wir hier live quasi beantworten sollen. Das ist meistens eigentlich alles Football-related. Ja, ich bin mal gespannt, ob irgendwann andere Fragen kommen. Nein, aber letztlich geht es natürlich um Football, NFL, Falcons und so weiter. Ich werde einfach mal von den fünf, die wir hier haben, mit dem ersten anfangen und gehe mal auf die Frage ein. Die dreht sich um Kyle Pitts, der ja quasi Tight End und Wide Receiver spielen kann oder auch zumindest ja in diese Position auch mit verortet wird, jetzt wo Julio Jones ja auch weg ist. Da geht es um einen Vergleich mit DK Metcalf, ob ein DK Metcalf als Wide Receiver ja vorrangig arbeitend das auch könnte. Und gleich die Frage hinten ran, vorwegnehmend, warum eben auch nicht? So, und spannende Frage, wir gehen mal auf Sascha. Vielleicht hat er eine Idee dazu. DK Metcalf ja bekannterweise das Athletikmonster, ja, der Ronaldo der Seahawks, wenn man so möchte, ja, Körperfett von minus 10,12, ja, also der Junge besteht nur aus Muskeln und Knochen. Könntest du dir vorstellen, dass Metcalf möglicherweise auch Tight End spielen könnte, aufgrund der Kraft, sage ich jetzt mal, ja, oder gehst du mit und sagst, gerade gar nicht? Wie würdest du das sehen? Da ja im Prinzip bei mir hier zu Hause wie ein kleines, Achtung, Vogelnest haben, ich muss die Buchstaben hier nicht vertausche, weil meine bessere Hälfte ist Seahawks-Fan. Ach ja, richtig, stimmt. Dementsprechend auch hier und da mal die Seahawks halt auch gesehen und dementsprechend auch Metcalf. Ich kann mir Metcalf wirklich nicht als Tight End vorstellen. Ich meine, das war auch schon bei seinem Combine, haben das auch schon viele geschrieben, da er halt mit den Cuts, das ist nun wirklich nicht seine Stärke. Also wirklich, er lebt wirklich davon, also Separation in den ersten, auf den ersten, ich sag jetzt mal 10 Yards, kriegt er so gut wie ganz, ganz selten hin. Er lebt wirklich davon, Separation, ich sag mal nach 20, 30 Yards wirklich zu machen. Und da kann ich mir gerade als Tight End, wo ich nun gerade bei den kurzen Pässen dann im Mittelpunkt stehe, kann ich mir da wirklich nicht vorstellen. Ich bin auch kein Freund davon, auch mit Kyle Pitts, ihn wirklich viele Einsätze sozusagen als Tight End zu nehmen, als Trickspielzüge, alles gut, alles klar. Aber ich finde, du hast eine höhere Verletzungsanfälligkeit. Der Körper ist eigentlich nicht auf diesen Mega-Hits, die du dann gerade auf diesen kurzen Distanzen dann kriegst. Du kriegst den Ball nach 4-5 Yards zugeworfen und meistens kommt dann schon direkt der Linebacker und er hittet dich da sowas von in den Boden. Würde ich auch nicht gut finden, wenn er jetzt wirklich vieles so als Blocker, okay, alles gar kein Thema, klar, das kann man auf jeden Fall machen, aber nicht als Receiving Tight End und wieder bei Metcalf. Sehe es halt wirklich, der kann die tiefen Dinger. Und bei Seattle ist, glaube ich, auch die Alternative, was ich so gesehen habe, bei Deep Threat, ist da auch nicht so vorhanden. Die hatten sich, glaube ich, letztes Jahr extra den Philip Dorsett, the second, oder wie spricht man den dann irgendwie aus, glaube ich, da geholt, der sich aber auch schnell verletzt hatte. Die haben sonst nichts Deep Threat. Tyler Lockett, der ist mehr so Slot, der kann auch nicht wirklich den Deep Threat. Also ich glaube nicht, das macht für mich keinen Sinn, den Metcalf da als Tight End zu machen. Kurze Unterbrechung, Breaking News, danke Sidra. Pitts wurde gerade anscheinend gesigned. Wir reden über ihn, ja, es ist mal wieder typisch, ja, wenn wir quasi hier in unserer Show was machen, ja, dann tut sich was in Atlanta, ja, und Pitts wurde jetzt endlich gesigned. Das wollten wir eigentlich noch mit reinbringen. Oh, da wird die Hand gehoben. Dave, was ist los? Tut, tut! Ah, tut, tut! Ja, unser legendäre Tröte aus dem fünfstündigen Draft Night Live. Ja, wir sollten das eigentlich nochmal hervorholen und hier nochmal spielen. Das war so geil, als er gedraftet wurde. Ja, machen wir nochmal in irgendeinem Highlight-Video. Ja, er war der letzte Verbliebene der Rookie-Class und jetzt haben wir ihn endlich gesigned. Ich wäre mal gespannt auf die Zahlen. Vielleicht kann die einer gleich mal raussuchen, was da jetzt letztlich rausgekommen ist. Aber wenn wir schon dabei sind, über Kyle Pitts reden, dann gibt es auch das Signing. Großartig. Schön, dass wir das eingeleitet haben. Dankt uns später. Ja, wir gucken mal, was wir noch so für die Falcons tun können. Okay, also Sascha, definitiv eher nein. Silke, du so als weibliche Fraktion zu Metcalf, wie stehst du zu ihm?
Ja, zu muskulös, zu schnell, zu groß, ja, oder würdest du ihn gerne verheizen als Thailand? Der ist schon ein Tier. Ja, also ich meine, Kyle Pitts muss ich natürlich auch erstmal beweisen, ob er quasi beide Positionen spielen könnte. Muss man jetzt erstmal abwarten. Aber ansonsten würde ich da mit Sascha gehen. Also ich glaube, jeder hat so seine Stärken und klar, man kann auch mal was machen, was der Gegner vielleicht nicht vorhersieht und ihn quasi mal etwas anders einsetzen, aber letztendlich nimmst du dir dann im Zweifel nur das, was derjenige nun mal am besten mitbringt, und bei Metcalf sind das nun mal nicht die Tight-End-Wege sozusagen. Weiß jemand von euch zufällig, wie sein Blocking-Verhalten ist? Also wir wussten ja von Julio Jones, dass er ja durchaus Second-Level, Third-Level, ja, Safeties rausgeklatscht hat, ja, wenn es sein musste, mit viel Körpereinsatz, ja, als Tight End müsstest du ja mehr die Hände benutzen, musst du ja direkt an den Körper rangehen, ja, Olsen hat es ja heute auch nochmal gesagt, ja, wir machen einen Job wie die 15 Millionen Left Tackle oder Tackles im Endeffekt, ja, und da musst du halt richtig, richtig rangehen. Weiß das jemand? Nee. Nee, gut, ja. Ist ja auch immer... Also ich sag mal, vom körperlichen Voraussetzungen könnte Metcalf bestimmt Tight End spielen, ohne Frage. Aber gerade Blocking hat ja nicht nur mit Kraft zu tun, das hat ja auch unheimlich viel mit Technik zu tun, ja, letztendlich. Und so schnell wird aus einem Blocking ein Holding, und da hast du die ganze Wurst am Ende, ne? Ja. Vor allem, wenn du so ein Rennpferd hast, ja, der eigentlich weglaufen will, dann irgendwie ihm beizubringen, ey, bleib mal erstmal da und block den, vielleicht auch schwierig. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ja, Pitstrain von Fatih, definitiv. Der Fake Pitstrain wieder. Das ist wieder der Fake Pitstrain. Aber macht nichts, ja. Wir wissen, was gemeint ist. Danke, Fatih, für die Einschätzung. Dave, Kevin, habt ihr noch eine Idee dazu? Ich habe nur gerade gesehen, Pitts 32,9 Millionen voll guaranteed mit 21 Millionen Signing-Bonus drin. Über also vier Jahre, dann sind das ja 8 Millionen im Jahr voll garantiert, plus den Signing-Bonus drin. Das ist okay, oder? Für also das ist die Dimension, die wir erwartet haben, denke ich mal. Ne? Ja. Für vierter Platz quasi, vierter nicht vierte Pick. Runde, vierter Pick, so rum. Ja. Passt doch, okay. Gehen wir zunächst. George Kittle erwartet auch sehr viel von Kyle Pitts. Also hoffentlich wird da sein Geld wert sein. Ja, die haben, stimmt, die haben ja das Tight End Camp, ne? Es gab so ein Tight End Camp gerade mit Olsen, Kittle und der dritte war Kelsey. Genau. Ja, und die scheinen eine Menge Spaß gehabt zu haben. Ja, da waren die wirklich von allen Teams die Tight Ends dort und schien wohl ganz gut zu sein. Also Hayden Hurts hatte auf jeden Fall einen ziemlich geilen One-Hander, den er mitgenommen hat, und ich bin gespannt. Also ich denke, das kann den Jungs wirklich nur helfen, von Ikonen wie Travis Kelce und Kittle zu lernen. Also auch von so einem Austausch kannst du immer lernen und profitieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was man immer mitnehmen sollte, ja, weil dann kriegst du doch nochmal irgendeinen Kniff mit, den du vorher nicht gelernt hattest, ja. Definitiv zu empfehlen. Also für die Rookies auf jeden Fall, was die Eingesessenen und Etablierten davon haben, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber... Ja gut, ich meine jetzt von so einem Kelce oder sowas, oder gerade George Kittle, einer der besten Blocking-Titans der Liga. Also ich denke, da wird sich auch ein Hayden Hurst drüber freuen, weil das hat bei ihm ja letztes Jahr doch ein bisschen gefehltes Blocken. Nee, ich glaube, Silke meint die Initiatoren, oder? Genau. Ah, okay. Ja, so rum. Vielleicht eine Business-Idee dahinter, wer weiß. Ja, erstens. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du einmal so drin bist und jeder, der mal, sag ich mal, selber Sport gemacht hat und dann auch, sag ich mal, in diesen Flow reinkommt, das, was du gelernt hast, auch weiterzugeben. Ja, gerade was nachher Jugendarbeit angeht oder mit Kids zu arbeiten. Ja, also ich glaube, da ist ganz viel Motivation in der Hinsicht, einfach zu sagen so, ey, ich habe so viel mitgekriegt, ich will es einfach unter die Leute streuen und die auch besser machen und partizipieren lassen an dem, was ich für einen Erfolg hatte. Ja, und ich meine, das sind ja drei der besseren Titans definitiv. Also mal jetzt von der Business-Idee weg, was vielleicht da im Hintergrund mitschwirrt. Ich hab keine Ahnung, wie das Konstrukt da aufgebaut ist. Aber ich glaube, die haben einfach wirklich Bock, da den Leuten einfach was zu zeigen. Ja, weil sie einfach mit den Leuten gerne zusammen sind, weil es Football einfach gelebt wird. So, ja.
Ja, Football Family und ja, du siehst es ja, ich meine, grundsätzlich könnte ja so ein Franchise-Besitzer hinkommen und sagen so, Mr. Kittel, Entschuldigung, aber ich möchte nicht, dass sie ihre Tricks ja den anderen Titans beibringen, ja, wenn wir jetzt gegen die spielen, dass die dann genau den Touchdown gegen uns machen. Also, ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht einer so ein bisschen argwöhnisch das betrachtet. Einige. Ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich glaube, ja, davon lebt der Football im Endeffekt auch. Ja. Die Frage ist ja auch letztendlich, wie viele Geheimnisse gibt es da wirklich noch? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt groß neue Errungenschaften für jeden Tight End bei rumkommt. Da geht es wahrscheinlich eher um Kleinigkeiten. Halt deine Hand beim Blocken mehr so oder mehr so und stell deine Füße so und so. Da wird nichts Weltbewegendes bei rumkommen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch so tiefe Geheimnisse gibt in der NFL. Das Rad wirst du nicht neu erfinden, das ist schon richtig. Also wenn ich auf einer Fortbildung bin, vieles Neues hört man halt nicht, ja. Aber so die zwischen den Zeilen, die Sachen, ja, so die 2-3%, das macht es da meistens lohnenswert. Und dann kriegt der Reifen höchstens ein besseres Profil. Das Profil wird nicht neu erfunden. Ja. Eben. Definitiv. Schön. So viel zu Pitts und Co. Jetzt haben wir hier einen Kommentar drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den zeigen soll. Ja, aber wir haben hier Breaking News von einer anderen Sportart. Ja, falls es jemand sehen möchte, winke, winke, Smiley und ein Bierchen und 0-0 zur Halbzeit. Gelohnt. Ja, dann hat es sich doch gelohnt, Nico, dass du abtrünnig warst. Sollen wir verraten, welches Meme wir extra kreiert haben für Nico? Ja, okay, das ist weg. Wir hüllen den Mantel des Schweigens drüber. So, okay. Hier, Fatih sagt es, bei uns ist mehr Action. Recht hat er. So, großartig. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja, ein bisschen Glaskugel geschaue jetzt zu der Frage, habt ihr auch Bedenken, dass es mit London nicht klappt wegen der Delta-Mutation? Können wir wahrscheinlich recht kurz halten, da wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Jetzt zumindest meine Annahme dazu, kann ich nur sagen, wir harren der Dinge, die da kommen, ja, und werden mal sehen, wie das ist, ja, wie dann entschieden wird. Oder hat jemand irgendwelche News noch, die das irgendwie besser machen? Ich glaube, heute spielen 40.000 in Wembley, oder? Kein Deutscher darf einreisen. Ne? Aha, okay. Das Deutsche durften nicht einreisen, die hätten dann zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Schon, aber es macht halt keinen Sinn, weil sie dann in Quarantäne zwei Wochen. Zu lange in Quarantäne. Und was ich mir halt höchstens vorstellen könnte, und ich glaube, deswegen gibt es auch noch keine Tickets, dass es die, wenn es die gibt, sehr, sehr kurzfristig gibt. Also ich war heute bei meinem Reiseveranstalter des Vertrauens gewesen, habe da auch mit dem Chef mal gesprochen, weil das Thema auch eben kam, so mit London, sage ich zu ihm. Und er sagt auch, oder hat im Prinzip auch nur gegrinst und gelacht, aber hat auch Glaskugel, du kannst da überhaupt nichts sagen. Weil wir eigentlich auch geplant hatten, nach Amerika zu fliegen im November, sagt er auch, du lass da im Prinzip wirklich dieses Jahr lieber die Finger von, weil das kann sich innerhalb von einer Woche sich alles wieder ändern. Okay. Also er hat nur empfohlen, sollte wirklich jemand mal auf die Idee kommen, egal ob es jetzt England ist oder Amerika, sollte er wirklich diese Pauschaldinger nehmen, nicht dieses Baukastenprinzip, ich buche mir alleine einen Flug, ich buche mir alleine Hotel oder auch ein Auto, weil das Problem ist, gut, Hotel kannst du stornieren, das ist ja meistens durch Booking, das ist ja nicht das Problem, aber auch wenn du zum Beispiel, du hast dir schon vorab ein Auto gemietet und du fliegst dann nicht, die sagen dann ganz klipp und klar, ja, ist nicht unser Problem, du musst das Auto dann bezahlen für die 2-3 Tage. Also sagt er auch, er wird da wirklich normaler, wenn dann wirklich kurzfristig und auch nur so maximal eine Woche. Das ist dann überschaubar von den Regeln, was passiert. Aber jetzt hat er auch wieder die Finger von lassen erstmal. Ja. Oder du brauchst eine gute Reiserücktrittsversicherung. Ja. Oder für mich wäre es auch okay, wenn die Falcons erst nächstes Jahr in London spielen. Wären sie ja nicht. Ja, das ist das Problem. Sie werden definitiv spielen. Und wenn wir Pech haben, sehen wir sie erst in 8 Jahren wieder. Ja, zumindest in London. Weil so ist der Turnus, der wann sie wiederkommen müssten. Wir könnten natürlich Glück haben, dass sie vielleicht als Auswärtsteam mit irgendjemanden dann mit rüber müssen. Ja, das kann natürlich sein. Würden wir natürlich auch gerne mitnehmen. Ja, ist ein bisschen ein Gamble. Ja, muss man dazu sagen. Ja, wir sind jetzt zumindest erstmal so weit gewesen, dass wir gesagt haben, früh buchen. Damit ist
der etwaige Verlust dann auch relativ gering, wenn wir jetzt nicht rüberfliegen könnten. Ja, Booking.com kann man bis 24 Stunden vorher, oder das Hotel zumindest, kann man bis 24 Stunden vorher stornieren. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sexy. Was jetzt mit den Karten passiert, muss man eh sehen. Aber das zieht sich wirklich schon ein bisschen hin. Normalerweise, glaube ich, waren die im Mai, Anfang Juni spätestens irgendwie draußen, dass man das mal schon mal irgendwie machen konnte. Ja, das ist irgendwie etwas schwierig dieses Jahr. Also da halten die sich anscheinend wirklich noch bedeckt. Matze Wirtnik schreibt, nur Deutsche mit Wohnsitz in England haben Karten bekommen. Gut, okay, also von daher eingefleischte Deutschland-Engländer oder wie man sie dann benennt, also mit ständigem Wohnsitz in England. Gut, okay, also die durften dann halt definitiv, sind die nicht eingereist. Ja, und Nico bemerkt noch, Sascha klingt heute knusprig. Was auch immer das für ein Codewort ist, das erzählst du uns nächstes Mal, Nico. Romantiker, ja, ich weiß, immer Bescheid. Romantiker wissen immer Bescheid, okay. Ach so, Romantiker, okay. Romantiker. Oh, was heißt knusprig? Weil ich höre das nicht, ich habe es nicht gesehen. Knusprig gut. Ist halt gut, ist in Ordnung, gut. Ist toll. Ist kommt von hier Ede Bali. Der mag Ede Bali kommt. Ah, der ehemalige End der Saints im Übrigen. Ja. Yep. Hat, glaube ich, auch gegen Matt Ryan einen Sack gemacht. Der Jute. Oh ja. Ja. Was steht hier nochmal von Matze Würzing? Mit Zilke im Stadion haben die Falcons immer Heimspiel. Virtual Hug. Worauf ist das bezogen? Kurze, interfamiliäre Aussage. Doch, du verstehst schon, jetzt sag schon. So, Silke, wir hören. Ja, gut, also Matze, nächstes Mal herzlich eingeladen, um das aufzuklären. Ja, ja, sehr gerne. Silke hält sich hier bedeckt, ich verstehe es gar nicht, ja. Aber so ist das bei uns, wir nehmen kein Blatt vom Mund und dementsprechend. Nehmt euch ein Zimmer, das ist wahrscheinlich auf Nico und Sascha bezogen. Das wird nicht klappen, weil ich glaube, Dave und Dominik sind zusammen in einem Zimmer, oder? Ihr macht bloß die Anreise zusammen mit Nico. Nico schläft einen Tag vorher bei mir, ja, genau. Genau. Dann nehmen sie alle einfach durch. Das habe ich jetzt akustisch nicht bekommen. Wir haben ein Logo. Minderjährige zuhören. Wir haben ein ich habe nichts Verkehrtes gesagt. Jetzt wasch deine Hände nicht in Unschuld. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Erst einen Spruch rausholen und dann den hier machen. Du bist im Flugzeug dran, ne? Das weißt du auch, ja? Ja, die fliegen ja auch zu. Fahrt ihr wirklich für Football darüber oder habt ihr andere Sachen vor? Hallo? Football ist nur Mittel zum Zweck. Was ist denn, Silke? Entschuldigung bitte, aber also die Frage ist ja jetzt Quatsch, oder? Ja, nein, Spaß. Matze fragt, ob er in die Kamera winken soll. Ja, gerne kannst du es machen, Matze. Ja, vielleicht aber hast du auch. Klein. Ja, genau. Ja, von daher immer herzlich eingeladen. So, gehen wir zur nächsten Frage. Wisst ihr, wann die Karten kommen für die London Games? Macht weiter so. Ja, da gab es auf jeden Fall ein Lob. Vielen, vielen Dank. Ja, können wir auch in dem Falle schnell beantworten? Wissen wir wirklich nicht. Ja, es ist noch nichts rausgekommen. Jeder, der sich auch da eintragen konnte, ich weiß nicht, haben wir das verlinkt bei uns? Diesen E-Mail-Verteiler, wo man sich eintragen kann, dass man auch direkt eine Nachricht kriegt. Ja, ich denke, das ist so der schnellste Weg, wo man das dann rauskriegen wird, ob man Karten kriegt oder nicht. Wann die Karten rausgehen, also von daher wird sich das dann nochmal zeigen, wissen wir leider noch nicht. Gut, nehmen wir zur vierten Frage. Zwei Fragen im Grunde genommen. Ja, die eine handelt um die ELF, also die Europe League of Football, die ja neu gegründet wurde und vorletzte Woche quasi neu gestartet ist. Da wird gefragt, eure zwei Cents ja zu der ELF, also kurzes Statement zu der ELF. Wir haben es jetzt nicht wirklich bei uns als Programmpunkt thematisiert. Ja, haben wir jetzt auch nicht wirklich vor. Ja, wir sagen ja NFL und die Falcons. Ja, ELF ist ja jetzt quasi so ein europäischer Ableger, wenn man so möchte. Kevin, sag du doch mal deine Einschätzung. Du warst ja, glaube ich, schon bei einem Spiel live dabei. Ja, genau. Erzähl mal. Vorletzte Woche bei den Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy und ja, Stimmung war total gut. Ich glaube, natürlich auch Corona-bedingt sind die immer Leute halt froh, dass sie, ob wir was machen können. Mhm. Ja, so auch, dass man halt wieder Football sehen kann. Ja, das ist natürlich für uns deutsche Fans in der GFL natürlich immer noch so ein Ding, dass man wieder ein bisschen, ja, sag mal, nochmal gehobene Leistungsstandard hat. Zumindest zielt darauf ja die ELF ab. Und
Offensiv hat man da jetzt kein Spektakel gesehen. Also wer sich Highlights anguckt, nicht wundern, das war offensiv gar nichts. Defensiv war das sehr schön. Also wer von der Defensive überzeugt ist, war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Last Second Field Goal der Sea Devils hat auf jeden Fall gestimmt. Da war die Stimmung auch richtig erheitert. Bin auf jeden Fall Ende Juli wieder im Stadion. Und dann mal sehen. Lass mich lügen. Ich glaube, gegen Leipzig spielen sie. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Leipzig Kommst Kings. Du da an Ticket? Bitte? Wie kommst du da an Ticket? Ist alles spontan. Also wir hatten das letzte Mal. Ist jetzt nicht mehr irgendwie, dass ich mir schon Wochen vorher Gedanken machen muss. Nee, wir hatten das letzte Mal jetzt einen Monat vor bei Ticketmaster und ist noch gar kein Vorverkauf für das nächste Mal. Einen Monat vorher? Das ist aber nicht mehr spontan. Also weißt du, ich habe auch gedacht, Spontanität. Ich dachte halt auch, man kann sich irgendwie jetzt schon für die Saison das holen, aber ich denke mal, Corona-Bedingt wissen die auch noch nicht genau, wie viele ins Stadion kommen, wie viel Kapazität sie dann haben. Okay. Und die werden das. Muss man auch sehen. Also kann man noch gar nicht so genau sagen, wie das jetzt alles abläuft. Man hofft natürlich, dass die Liga weiterhin Bestand hat, auch im nächsten Jahr. So jetzt aus deiner Perspektive oder das, was du aus der Community mitkriegst? Weil es gibt gespaltene Sichtweisen zur ERF. Ja, genau. Also man hofft nicht, also zumindest meine Kollegen sagen auch, man hofft natürlich, dass das da bleibt, weil also teilweise die auch schon 40, 50 plus und die haben halt damals aus der European League of Football, was damals gespielt von der NFL, der Ableger. Mhm. Genau, NFL Europe war das. Und die haben damals auch so 80er-Jahre-Trikots und sowas noch alles. Ah, geil. Und die freuen sich natürlich, wenn sowas wieder sich hier quasi einarbeiten würde, aber steht alles noch in den Sternen, muss man erstmal abwarten. Dominik. Ich habe die erste Hälfte nur von dem Spiel gesehen im Fernsehen. Ich war nicht im Stadion. Hat mich aber letztendlich irgendwie nicht so gepackt und ich habe dann auch wirklich ausgemacht. Ich habe da wirklich keine Meinung zu. Völlig wertneutral. Ja, wird die Zeit jetzt hier gerne jemand anderem geben, der eine Meinung dazu hat. Abwartend keine Meinung oder weil du eher pessimistisch bist? Nö, pessimistisch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das läuft, dass das gut anläuft. Gerade weil ja Football auch immer populärer wird in Deutschland und weil man es hier regional hat, ist es doch eigentlich eine wunderbare Sache. Aber ich muss vielleicht erst mit warm werden oder so, aber momentan habe ich auch nicht den Kopf dazu, mich mit einer neuen Liga zu beschäftigen. Okay. Dave, die Stuttgart Search heißen die ja bei dir zumindest. Hast du schon Fanschal, Trikot und Pyjama gekauft? Steht vor der Tür, ja. Bis jetzt noch nichts. Also ich habe bis jetzt auch nur das eine Spiel von den Sea Devils gesehen. Da lag ich schön draußen im Pool und lief halt nichts Besseres. Also das Spiel war schon echt cool. Also das Niveau war definitiv höher, als ich erwartet hatte. Aber ich bin jetzt mal gespannt. So, ich denke, in 2-3 Jahren sieht man mehr über die Liga, wie sehr sie sich etabliert hat. Und also ich fand es auch erstaunlich, wie viele auch wirklich aus Amerika, aus dem College dann dort doch bei den deutschen Teams gespielt haben oder sonst was. Also ich denke mal, es kann auf jeden Fall sehr interessant werden. Man muss dem Ganzen halt nochmal 2-3 Jahre Zeit geben und dann. Waren das denn so viele College-Spieler? Waren schon einige dabei auf jeden Fall. Ehemalige NFL-Spieler waren es nicht so viele, aber wirklich einige aus dem College, so was ich jetzt von den Kommentatoren mitbekommen habe. Ja, viel Division 2 dabei. Division 2, okay. Weil das eine Thema, und ich will es jetzt gar nicht komplett aufreißen, aber was ich so zumindest, und ich bin auch nicht wirklich Deep Dive da drin, aber was man so quer gelesen hat von denen, die zumindest kritisch der Liga gegenüber sind, ja, fangen wir mal damit an, die sagen ja, Mensch, woher bekommen denn die ELF-Liga, woher bekommen die denn ihre Spieler? Ja, und vor allen Dingen kannibalisiert das denn nicht möglicherweise die GLF? Ja, was die Jugendarbeit angeht und so weiter und so weiter. Wenn jetzt wirklich viele College-Spieler gewesen sind, ja, und das Konzept darauf aufbaut, was ich jetzt ehrlicherweise nicht hundertprozentig weiß, ja, dann wäre das zumindest ein Pool, aus dem man schöpfen kann. Aber habt ihr da vielleicht irgendwie was gehört? Weißt du vielleicht, Silke, irgendwas Näheres dazu? Hast du dich damit beschäftigt? Ja, Also ich habe auch nur letztens eine Diskussion gehabt, die Sea Devils, welche Mannschaft die jetzt sind und woher die Spieler dafür jetzt kommen, weil sie dürfen ja theoretisch nicht quasi Spieler der Blue Devils sein, wie die sich jetzt quasi abgrenzen zu den in Hamburg vorhandenen Spielern und Hamburg vorhandenen Teams, ist mir auch ein Rätsel tatsächlich. Okay.
Ja, aber ich glaube, du kannst wohl wechseln, aber wenn du dann wieder zurückwechseln wolltest, bekommst du irgendeine Strafe auferlegt. Ja, und da muss dann der Verein oder der an den Verband irgendwas zahlen. Also es geht dann letztlich auch um Geld. Ja, da ist ziemlich viel dreckige Wäsche gewaschen worden und ziemlich viel miese Stimmung wohl gewesen. Und da gibt's einige Hardliner, die das auf jeden Fall groß verurteilen. Aber das habe ich nur so am Rand bemerkt. Gehen wir mal an die positiven Sachen. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber Sascha, wie siehst du das Ganze? Also ich habe das jetzt auch beide Wochenenden die Spiele mir live im Fernsehen angeguckt. Mhm. Ich bin jetzt auch wieder keinen Vergleich mit GFL und EFL und wie das, oder ELF oder wie sowas mir da immer machen, weil dafür bin ich nicht in der Materie zu sehr drinne. Das ist deswegen, da gibt's die zwei Liga. Was ich nur sagen kann, die Aufmachung fernsehmäßig finde ich richtig gut, muss ich wirklich sagen, auch mit dieser virtuellen Linie, was sie da drinne haben. Ja. Auch mit den Anzeigen, wie viele Yards noch zu gehen sind, welcher Versuch das ist. Ich sag mal, es kommt wirklich, es hat schon ein bisschen NFL-Style, muss ich einfach sagen, ja. Regeln sind ja auch NFL, ganz klar. Genau, also richtig. NFL-Regeln, ja. Genau. Aber College, oder? College meine ich auch, ja. Nein. Die haben zum Beispiel, wenn du Overtime ist College wiederum. Mhm. Ach, wirklich? Ja, die ist dann wieder vom College. Deswegen, ne, Commissioner Izume sozusagen hat da so ein bisschen das Interessante einfach alles genommen davon. Was ich halt nicht verkehrt finde. Ist auch vollkommen in Ordnung. Also Einzige, wo ich persönlich nur ein Problem mit habe, ist einfach, für mich war immer NFL das Gute. Halbes Jahr Football. Halbes Jahr war, ich sag mal, Ruhe in Anführungsstrichen. Du hast wieder Bock gekriegt. Mensch, okay, September geht's wieder los. Dann hast du wirklich hier die Nächte um die Ohren gehauen, hast alles geguckt. Dann war wieder ein halbes Jahr Ruhe. Da sehe ich jetzt bei mir so ein bisschen die Gefahr, dass ich dann nachher wieder übersättigt bin, weil jetzt einfach dann gefühlt, ne, Februar ist zu Ende, lass die XLF, glaube ich, war das dann in Amerika hier von The Rock, lass die mal nächstes Jahr starten, dann geht die im März los, dann geht, weiß ich nicht, Mai, Juni geht die ELF los, dann hast du die NFL, dann hast du wieder rund um die Uhr Football und das ist, weiß ich nicht, ob das mir persönlich gut tut. Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Gefühlt beim Rundball ist es ja so, dass irgendwie alle zwei Tage gespielt wird oder jeden Tag Fußball zu sehen ist im Fernsehen. Also das wäre mir theoretisch auch ein bisschen too much. Ich weiß, was du meinst. Okay, spannend. Ganz kurz mal hier die Kommentare. Hier wird noch mal kurz drauf eingegangen. Ey, die sind schon 40, 50 Jahre, 80er-Jahre-Trikots habe ich auch. Ja, Herr Schuert, sind wir da mal gerne bereit, auch Fotos hier live zu posten. Ja, von den Trikots sehen wir uns gerne mit an. Christoph schreibt noch ein bisschen was zur ELF. Naja, die ELF ist grundsätzlich eine gute Idee. Man hatte aber, glaube 1990 schon mal einen Hype. Ja, der ging sogar weiter. Der ging also Mitte der 90er, Anfang der 2000er. Ich glaube, irgendwann 2004, 2005 irgendwo ist die dann eingestampft worden. Das ging relativ lange, der dann doch jedoch leider wieder erloschen ist. Aber Izume baut es anders auf und hat auch andere Möglichkeiten. Der Rest bringt wirklich die Zeit. Und er geht auch gleich noch weiter darauf ein und schreibt, die Player kommen größtenteils aus der GLF. Und das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen das, wo sich die traditionellen Vereine, die wirklich von der Pike auf Jugendarbeit dann auch leisten müssen, weil ich habe es ja selber erlebt als Coach, ja, ich habe damals 2002 habe ich ja die U15, also die Fleckabteilung damals gegründet und das war ja, sage ich mal, vorausschauend, ja, schon gemacht worden, weil du musst, wenn du ein Bundesliga-Team bist, und ich glaube, das ging schon ab der zweiten Bundesliga los, bin ich nicht ganz sicher, musst du eine Jugendabteilung haben, ja, und musst letztlich dann auch eine Fleckabteilung gründen. Jetzt ist es ja Schülertackle, ja, das sind jetzt also die 12- bis 16-Jährigen, die wirklich mit Helm schon spielen, ja, aber beim Fleck war das damals bis 15 halt reines Fleck-Football. Damit ist natürlich gewährleistet worden, dass wenn du in die erste Liga kommst, diese Programme haben musst, dass eben auch der Nachwuchs dann quasi hochkommt. So, ja. Und die sind dann wirklich die Spieler hoch in die Jugend und dann durch und dann quasi in die Männermannschaft. So hast du ja quasi das gemacht. Von daher, jetzt ist natürlich die große Frage, wenn die alle abgewandert sind. Und ich habe einen eigenen Fall, den ich kenne. Ich habe kurz mit ihm geschrieben über Instagram, weil ich das Posting gesehen habe von Berlin Thunder. Ja, einer meiner Spieler von damals, als er 8 Jahre alt war, ja, der kleinste im Team, ja, ein begnadeter Cornerback, schöne Grüße an den Leo, ja, kann jetzt oder spielt jetzt quasi für die Thunder, ja, als Cornerback, und ist von den Bears quasi abgezogen worden. Da war nicht klar, ob die spielen oder nicht spielen, ja. Und wenn das natürlich immer mehr bei mehr passiert, ja, dann haben die wahrscheinlich irgendwann ein Problem, ja, und bauen da quasi die Jugend auf, die dann in die ELF gehen.
schwierig. Ja, also kann mir nur schon vorstellen, dass der ein oder andere da ein bisschen pumpig wird, oder? Was meint ihr? Ich gebe dir recht. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Also das hört man halt, liest man halt immer wieder. Ich meine, klar, als Endverbraucher sagt man sich so, ey, ich will Football sehen, aber das ist halt die Frage. Da ist wohl sehr viel Vereinspolitisches noch im Hintergrund und vieles ist verschlafen worden vom American Football Forum Deutschland, also als Argumente von den anderen und so weiter und so weiter. Naja, Fatih schreibt noch was zum Abschluss. Wenn die jedes Jahr neue Teams aus unterschiedlichen Ländern gründen und in der Liga aufnehmen, wäre etwas Neues und hätte Bestand, weil viele Teams würden maximal eine Saison bestehen. Okay, er geht davon aus, dass die Teams das nicht durchhalten. Boom, muss man natürlich gucken. Aber jetzt sind es momentan 8, vorrangig in Deutschland. Es gibt ein polnisches Team, Barcelona gibt's noch und das war's, glaube ich, oder? Die restlichen 6 müssten Deutschland sein. Ja, ähnlich wie ja damals in der NFL Europe und die ja dann zur NFL Europa geworden ist, weil von den, ich glaube, 6 oder 8 Teams waren 7 Deutsche. Der Football hat es hier definitiv größer. Gut, okay. Gehen wir zur zweiten Frage von dem gleichen User. Wer ist der Angstgegner dieser Saison und wer wird von uns vermöbelt? Ja, kurze, knackige Antwort. Haben wir einen Angstgegner? Dolphins wird unangenehm. Okay. Dolphins einmal Angstgegner? Ich sage einfach ganz kurz, Dolphins Angstgegner und wir vermöbeln die Jets in London. So. Okay. Ich spiele ja auch dieses Jahr gegen die Bills. Also vor denen habe ich auch so ein bisschen Bammel. Was ist mit Patriots? Thursday Night Game? Wir wollen uns nicht mit Belanglosigkeiten jetzt hier aufhalten. Entschuldigung, ich muss es kurz mal ansprechen. Ich meine, Matt Ryan hat genau 2 Teams gegeben, die er noch nicht gewonnen hat. Das sind die Patriots und sind die Steelers. Ja, hast du ja also, schon richtig gesagt, noch. Ja, ich muss sagen. Ja. Silke, hast du irgendwo ein schlechtes Gefühl? Nö, warum? Oh gut, keine Angstgegner? Mich wundert nur, dass Dominik nicht gesagt hat, dass wir die Saints vermöbeln, aber... Traut er sich nicht. Ich habe noch gar nicht jemanden gesagt, den wir vermöbeln. Ich habe nur gesagt, Dolphins wird unangenehm. Mehr kam ich ja noch gar nicht. Ja, lässt ihn auch keine Ausreden hier. Lässt ihn keine Ausreden. Sascha, hast du irgendwo Angstgegner oder? Also Angstgegner aus der Vergangenheit, habe ich Patriots bei mir auf jeden Fall. Das ist einfach, sahen wir nie gut aus. Gut, klar, jetzt ohne Brady, mal sehen, was damit dann ist. Und vermöbeln könnte ich mir, also Jets und auch Washington könnte ich mir vorstellen. Oh, Washington. Okay. Oh. Letzte Woche besprochen. Yeah. Ich denke, das wird ähnlich, ist aber. Oh. Wenn das die Washington Football Team Germany sieht, da kriege ich viele Zuschriften jetzt. Ja. Also Sascha, da kann ich dir nur eins sagen. Das Thema hatten wir ja, glaube ich, am Wochenende, du und ich. Das würde ich beim Wettanbieter deines Vertrauens jetzt nicht so die hohe Summe draufsetzen. Also. Nee, ich habe schon eine hohe Summe auf die Titans auf Super Bowl gesetzt. Mal gucken. Direkt nach dem Jones Trade habe ich gleich geguckt. Ist die Quote 1:26. Ich sage so, jo, da habe ich erstmal gleich 1-2 Euro. Haus und Hof. Kein Problem. Aha, okay. Also für Wettspiele und so weiter werden wir jetzt keine Werbung machen. Sollten die Super Bowl werden oder gewinnen, dann kann ich Dominik sein Leben kaufen. Also von daher ist das gar kein Problem. Großartig. Ja, wir sind gespannt. Letzte Frage. Welche Alternate-Helme werden die Falcons tragen? Welche wäre der beste Retro-Helm der NFL? Ja, kurz und knackig, ab nächster Saison darf man ja dann quasi wieder jeden Helm benutzen. Ja, diese One-Helmet-Rule wird also aufgehoben, aufgeweicht. Ja, man darf dann also auch Alternate-Helme nehmen. Welche werden die Falcons nehmen und welches ist eurer Meinung nach der schönste Throwback-Helm, wenn man das so möchte, Retro-Helm? Kevin, kurz und knackig. Der rote mit den schwarzen Streifen. Ich glaube, da haben sie 2012 mitgespielt. Fand ich sehr geil, sehr, sehr geil. Also schwarz, weiß und gold, also quasi genau der allererste Helm, der quasi rausgekommen ist. Okay. Ja. Und bester Retro-Helm? Wenn es jetzt generell um alle Teams NFL, geht? NFL, ja. Also habe ich keinen Überblick, bin ich ganz ehrlich. Hast du keinen Überblick, okay. Dominik? Alle Punkte sehe ich wie Kevin. Aha, okay. Macht's ganz kurz. Gut, alles klar. Also roter Helm, wieder der Anfang. Dave? Ich springe da auch mit auf. Wunderbar.
Okay, ja, aber Throwback-Helm noch aus der NFL, einen besonderen? Bin ich jetzt auch nicht so wirklich drin. Ich fand noch den Anfang der 90er, der schwarze mit dem Throwback. Ja. Aber ja, die erste Variante, der zweite, gibt ja zwei Varianten von dem Adler. Ich fand die ersten noch ein Ticken besser. Der zweite ist Falcon, auch relativ... Falcon, bitte. Ja, kein Adler. Der erste sieht ein bisschen besser aus. Der erste, es gab, glaube ich, einen mit einer... Ja, der hat andere Linien, der zweite. Der hat so ein bisschen, das wirkt ein bisschen, ich sag mal, ägyptischer, was weiß ich, wie man das auch mal nennen will. Okay. Das einmal sind, glaube ich, dünner, die weißen Linien sind ein bisschen ticken dünner beim zweiten. Ja, es gibt einmal eine Umrahmung und einmal nicht. Wir haben auch einen Artikel zu den Uniformen gemacht und da haben wir so die Helme so ein bisschen kurz angerissen. Das können wir da auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Silke, du? Ich gebe euch auch recht und ich fand es sehr spannend, dass heute im Post gab von der NFL und da haben die Falcons ja mit ihrem Retro-Helm ganz gut abgeschnitten. Also ich glaube tatsächlich, dass die Falcons da relativ weit vorne liegen werden, was so... NFL Deutschland und die Kommentare auf Instagram, wer es noch nicht gesehen hat, ruhig mal reingehen und die Kommentare sehen. Wir haben erstaunlich viel Liebe erfahren von der Community, weil es waren irgendwie 6, 7 Helme sind da gezeigt worden. Ja, und mit Abstand wohl der Falcons Helm rot, ja, so wie Dominik schon gesagt hat, ja, mit dem schwarzen ersten Falken Logo drauf. Der sah auf jeden Fall richtig, richtig sexy aus. Ja, richtig heiß. Ich könnte mir auch jeden der Falcons Throwback Helme vorstellen und um das nochmal als Throwback in der NFL zu beschreiben, ich habe es ja bei der Sarah schon im Titans Talk gesagt, ja, mein Lieblingshelm an sich, der Houston Oilers Helm mit dem Bohrturm quasi da drauf, der absolute Kracher, eines meiner Lieblingsmotive. Ja, also von daher die Beantwortung von unserer Seite. So, wir haben, glaube ich, genug gequatscht. Ja, aus den Kommentaren kommt nichts mehr. Vielen, vielen Dank für die kleine, aber feine Community, die hier trotz Wembley und anderen Spielen es bei uns durchgehalten hat und mitkommentiert hat. Vielen, vielen Dank auch für euch, dass ihr hier dabei wart für die Kommentare beziehungsweise für die Artikel. Ja, alles nachzulesen auf unserer Seite. Unten seht ihr nochmal die ganzen Social quasi Handles. Ja, unbedingt mal bei uns vorbeischauen und liken, ja, Abo und so, ne? Genau, liken, haut nochmal eins drauf, ja, für die es auch im Real Life hören, ja, raufgehen, das hilft uns auf jeden Fall weiter, abonnieren, ja, je mehr dabei sind, umso besser, es wird auf jeden Fall spannender und schöner und sowieso alles, ja, bleibt gesund, ja, genießt jetzt noch, was auch immer ihr genießen wollt und wir sehen uns nächsten Dienstag 17.30 Uhr wieder. Auf Wiedersehen, rise up! Macht's gut, ciao! Ciao, ciao! Ciao.